Grüß euch. In dieser Ausgabe des Bauer to the People Podcast war ich im Rahmen meiner Tour durch Süddeutschland zu Gast bei der Tatjana und beim Gerhard Engel und ihrem gleichnamigen Viehtransportunternehmen. Ja genau, das sind zwei jener Menschen, die mit ihrem LKW durch ganz Europa und auch darüber hinaus Tiere transportieren. Ja, und während man aus den Medien ganz oft Bilder aus den Frachträumen dieser LKW sieht, werfen wir heute auch mal einen Blick in die Fahrerkabine zu zwei Menschen, die hinter so einem Tiertransport stehen. Aber eigentlich ist diese Folge auch eine Liebesgeschichte. Ja, Liebesgeschichte. Ich habe selten zwei Menschen getroffen, die so derartig füreinander bestimmt waren wie die beiden. Und wenn man bei uns im Podcast Video reinschaut, dann kann man das nicht nur hören, sondern definitiv auch sehen. Ja, und es ist eine Liebesgeschichte zum Weg. Und zwar zum weit weg. Und eine Geschichte mit Tieren, und zwar nur mit Tieren. Was anderes kommt nämlich für die beiden nicht in Frage. Was zu so einem Tiertransport alles dazugehört, wie sie zum Thema Tierwohl stehen und was die beiden so an ihrem Beruf fasziniert, das alles erfahrt ihr in dieser Folge. Und die Geschichte der beiden ist auch Bauer to the People in Reinkultur. Wir lernen eine Lebenswelt kennen, die den meisten von uns vermutlich in ganz vielen Facetten völlig unbekannt ist, über die aber immer wieder sehr viel berichtet wird. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder einen Stein mehr in dieses bunte Mosaik der Welt hinter unseren Lebensmitteln hinzufügen können. Euch viel Freude beim Reinhören und ich freue mich auch auf eure Reaktionen. Leid, heut's zusammen, sonst dauert's nicht mehr recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zusammen. Bauer to the People, der Podcast für Perspektiven rund um Essen, Menschen und Landwirtschaft. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen. So, jetzt da leicht rot, dort leicht rot. Frei ich, leicht nur keiner rot? Noch nicht? Aber noch ich nicht so viel geredet, glaube ich. Seid ihr bereit? Ja. Ja? Braucht ihr irgendwas? Getränke, Ding, eine rauchen, irgendwas? Ja. Gar nichts. Gut, in diesem Fall würde ich sagen, wir starten mit dem Podcast. Mhm. Sehr gut. Ja, wieder mal ein herzliches Hallo an unsere 250.000 Zuhörer, die wir inzwischen in Bayern haben vermutlich und in die weiteren 3 Millionen weltweit. Also no pressure, gell? Mhm. Der skeptische Blick, wie immer, wenn ich das sage, glaubt man nie wer. Ist aber auch nicht so. Ich muss sagen, ich danke, dass ihr mich heute einlasst, dass ihr mit mir redet. Wir haben uns vor 2, 3, 4 Jahre, es ist schon wieder gefühlte Ewigkeit her, dass, seitdem wir uns kennengelernt haben und gesagt haben, wir müssen unbedingt einmal einen Podcast machen. Es ist extrem spannend heute, weil wir sind heute beim Viehtransporte Gerhard und Tatjana oder Tatjana und Gerhard Engel. Ja. Ja. Ihr seid die, die mit diesen LKWs die Tiere transportieren. Man hört immer ganz, ganz viel über Tiertransporte, ja, sehr, sehr oft auch kritische Themen. Ja. Aber man hört immer nur Tiertransporter und mir ist aufgefallen, man sieht nie die Menschen, die im Transporter drinnen sitzen. Es gibt immer die Fotos von den Tieren, okay. Aber ich habe noch nie Menschen kennengelernt, bis ich euch kennengelernt habe, die fuhren im Fahrerhäusl drinnen sitzen und die Geschichte erzählen können, was Tiertransporte eigentlich sind oder aus eurer Perspektive, wie das Ganze abläuft. Und deswegen heute, das sage ich mal für mich und vielleicht auch für euch, für ein paar von euch das erste Mal, dass man die Leute in den Fahrzeugen kennenlernt und wir vielleicht ein bisschen was über eure Geschichte erfahren, die ja auch sehr, sehr spannend ist und mit der würde ich am besten gleich anfangen. Ja? Ich fange mal mit dir an, Gerhard. So, ja. Wie bist du aufgewachsen und wie einfach mal ein bisschen, aus welchen kommst du aus einer Landwirtschaft, kommst du aus einem bist du schon quasi vorbelastet, familiär mit Viehtransporten oder hast du das dann quasi übernommen oder wie schaut es denn da aus? Mein Vater war Viehhändler. Dein Vater war Viehhändler? Ja. Okay. Aber es war eigentlich für mich nie ein Thema, dass ich das mache. Aha, okay.
Aber ich wollte immer Lastwagen fahren, das war mein Dings. Lastwagen fahren? Ja. Das war eigentlich immer meine Vorgabe. Warum Lastwagen fahren? Das hat man einfach fort. Fort. Einfach fort. Ja, warum fort? Also nicht die waren nicht die großen Maschinen irgendwie das, was sie inspiriert Nein. hat, sondern das fort, oder wie? Einfach da drin sitzen und fahren, das hat mir eigentlich, das war eigentlich immer schon als Bub, wo ich schon gesagt habe, das mache ich einmal machen. Okay, und dann hast du es. Aber ich hätte nie gemeint, dass ich das, damals hat man das bei uns in Österreich wenig gehabt, dass da so mit Viecher so weit gefahren ist. Darum ja. habe ich gesagt, nein, mit Viecher nicht, weil die kommen auf die Nacht wieder heim. Okay. Ich wollte immer. Weißt du, woher das Gefühl kommt oder warum das so ist, dass du immer fort willst? Nein, weiß ich nicht. Aber das war immer schon, dass ich mit dem Lastwagen fahren wollte. Okay. Das war schon immer. Ab wann hast du das gewusst? Ja, waren wir halt so 10, 12 Jahre immer schon. Okay. Du hast gesagt, der Vater war Viehhändler. Mhm. Wo war das? Im Mostviertel. Im Mostviertel. Ja, okay. In Österreich. Beschreib ein bisschen, was hat der Vater gemacht? Wie hat denn seine Arbeit ausgeschaut? War die Bauern Viecher gekauft, ja? aufgeladen und einen Schlachthof gefahren. Und das wollte ich eigentlich nie machen. Weil? Das war nicht mehr. Ich wollte fort. Ich wollte einfach fort, okay. Ja. Mit was wurscht? Hauptsache LKW und fort. So ungefähr war mein Ziel. Also Viehtransporte war nicht dein Thema. Ja. Hat es dein Vater gern gemacht? Ich denke schon. Ja. Aber wie gesagt, der hat Viecher vom Bauern zum Schlachten gebracht. Also das heißt, der hat einen LKW gehabt. Ja. Der ist mit dem nicht weit fortgefahren, sondern jeden Tag heimgekommen. So ungefähr. Aber der hat dann quasi regional in der Umgebung die Viecher eingesammelt. Welche Viecher hat er eingesammelt? Ja, Rinder, Schweine, alles. Okay. Und einen Schlachthof. Und dann ist er mit dir zum Schlachthof gefahren? Ja, genau. Okay. Und das war nicht das, was du willst, sondern du willst einfach, wie du gesagt hast, nur fort. LKW-Fahren, das war für und mich. Und das heißt, du hast dich dann wirklich auf dieses LKW-Fahren immer fokussiert, das war immer dein Ding und das hast du dann einfach beinhart durchgezogen, oder wie? Ja, nein, das war, dann kommt's, dann musst du irgendwas lernen. Und ja. du LKW-Fahren, dann. Die lernen alle Mechaniker, aber mit denen habe ich nie. Das war überhaupt nicht mein Ding. Okay. Dann habe ich Koch gelernt. Ach so, deswegen hast du dann Koch gelernt, ist eh klar. Ja, nein, irgendwo macht das Sinn. Okay. Du hast Koch gelernt und wie lange warst du dann Koch? Wo hast du gelernt? In St. Pölten, beim Rosenberger an der Autobahn. Ah, bei also der Autobahn. Da waren wir dann wieder dort. Okay, also du bist in der Nähe von der Autobahnauffahrt schnell fort. Ja? So ungefähr, ja. War Kochen, hat dir das taugt? Oder? Schon. Ja. Aber es war nie das, dass ich bei der ersten Chance, wo dann gekommen ist, dann habe ich LKW fahren angefangen. Okay, und wann ist diese Chance gekommen? Mit 19 Jahren. Mit 19 Jahren? Ja. Was war das oder wie bist du zu der Chance gekommen? Ja, da bei uns in Niederösterreich. Da bin ich dann die erste Zeit auch nur Kipper und auf die Nacht wieder heim. Aber ja. Okay. Ja, zum Üben? Ja, so ungefähr. Ja. Ja. Okay. Aber wann ist dann weit weggegangen? Oder? Ja, da habe ich dann Tatjana irgendwann einmal kennengelernt. Also, das ist dann, habe ich einen Spezi gehabt und der hat dann Tiere gefahren. Ja. Für Tatjana, ein Subunternehmer für Tatjana, sein Papa. Also der Spezi hat schon für deinen Vater gearbeitet, mehr oder weniger. Ja. Okay. Und der hat dann Teufi gegessen. Na, kein Scheiß, oder? Da ist der Engel beim Teufi gefahren. Echt jetzt? Das kannst du aber auch nicht finden, kannst du das nicht, oder? Da haben wir oft auch geglaubt, sie werden verarscht. Ja. Da haben wir dann... Der Engel beim Teufi gefahren. Ja. Hat jeder dreimal gefragt, das kann jetzt nicht sein. Ja. Aber es war so. Okay. War in der Familie irgendwann einmal die Diskussion, dass du das Geschäft vom Vater dann übernimmst? Nein. Oder? Eigentlich nicht. Gar nicht. Das ja, war es war ein Mannbetrieb, das war auf ihrem selber. Okay, das heißt, er und sein Auto und das war das Einkommen. Okay. Tatjana, wie ist bei dir? Wie ist so deine Werdegeschichte, deine erste? Wolltest du auch immer schon in LKW und fort? Oder? Ja. Immer schon. Ernsthaft? Ja. Immer schon. Mein Vater hat da einen Viehhandel gehabt, hat sich noch ganz viele Viech gegeben da in der Hollertau. Ja. Und da sind die Viecher bei uns auf dem Hof zusammengesammelt worden. Ja. Und da bin ich mit 3 Jahren schon ins Auto eingestiegen und bin schon über den Berg hinten runtergefahren. Mit wie viel Jahren? Mit 3 Jahren.
Okay. Aber es war dann Gott sei Dank eingeschlagen, dass ich ins Tor reingefunden bin, dass ich nicht über die Straße entdobt bin. Also du bist, ja, das war nicht so, du, das war, schon nicht mal, geplant. War nicht geplant, das war meine erste Fahrt. Die erste Fahrt? Ja. Aber nicht die letzte? Nein. Ja? Okay. Nein. Das heißt, das hat, wow, super, Dusch, das inspiriert mich, da möchte ich dabei bleiben. Das war. Ich wollte immer schon fort. Du auch? Ja. Immer schon. Also jetzt habt ihr euch wirklich gefunden, oder? Ja. Wie hat sich das bei dir angespielt, dieses Furtgefühl? Ja gut, ich habe daheim lernen müssen im Büro. Ja. Und da habe ich halt nicht frei auskennen. Ja. Und irgendwann habe ich einen Führerschein gemacht für den Lastwagen, habe ich gesagt, so, und jetzt? Bei uns hast du halt mit 21 machen dürfen, ja, in Deutschland. Ja. Und jetzt fahre ich. Jetzt habe ich einen Lastwagenführerschein. Und der Papa hat dann nicht gesagt, du weißt schon, was du mit 3 Jahren gemacht hast. Ich lasse dich sicher nicht mehr fahren. Nein. Er erzählt es oft, aber. Ja. Aber ich schaue euch an und ihr, wie lange machst du das jetzt? Oh, wie lange? Seit 94 bin ich da jetzt. Ja? Jetzt fast 20 Jahre? Nein, 30. Ja. Lecker. Und wenn man euch so anschaut, du sagst, du willst fort und streust. Du, wenn man dich anschaut, Diana, du sagst, ich will fort und du streust. Ja. Das ist immer noch so, oder? Ja. Nach 30 Jahren? Ja. Ja. Eine erfolgreiche Woche ist, wenn wir zweimal über Grenz fahren, fort. Fort? Mindestens. Mindestens außer bei der Grenz. Okay. Oder eine Woche daheim, dann geht's schon immer dann. Okay. Das heißt, die Biografie bei euch, irgendwie die Vergangenheit, irgendwie schnell abpacken. Du willst immer schon fort, du willst immer schon fort, du willst LKW fahren, du willst LKW fahren. Ja. Fertig. Aber ich will Viecher fahren. Also du willst Viecher fahren? Ja, unbedingt. Warum? Ja, weil das ist, mit dem bin ich aufgewachsen. Ja. Das hat mein Vater schon gemacht. Ja. Der hat ja auch einen Lastwagen gehabt dann. Ja, der Vater ist Export gefahren dann auch. Und mein Bruder hat die Firma übernommen, aber der hat dann mit dem Viecherfahren nicht mehr das Interesse gehabt. Mhm. Da haben wir gesagt, so, okay, dann machen wir uns selbstständig und kauft man da den letzten ab. Dann haben wir uns selbstständig gemacht. Also du hast deinen Bruder den... Einen Auflieger abgekauft und eine Zugmaschine haben wir uns dann eine neue gekauft. Das heißt, aber der Bruder ist immer noch da am Standort, oder? Der hat immer noch eine Logistik und dann ist der Logistiker, dieses LKW und Transportfieber habt ihr generell in der Familie? Ja, ja. Ja? Ja. Okay, also Bruder schon, hast du noch Geschwister? Nein. Okay. Papa hab ich auch, ist auch noch im Haus da, oder? Wohnt auch noch da, ja? War heute auch schon am Viehlader, wie ich gesehen habe, auf den Eichen, gell? Also, okay. Was ist das Besondere am Viehtransport, dass du gesagt hast, du willst immer schon Viecher fahren? Da rührt sich was hinten. Und das merkst du beim Fahren, oder wie meinst du, da rührt sich was? Das ist keine tote Ware, wenn's, ich habe bei meinem Bruder schon mal Paletten gefahren. Ja. Das geht gar nicht. Da rührt sich nichts. Da ist nichts drin. Da ist kein Lehm drin. Warum muss in einem LKW ein Lehm drin sein? Oder warum ist das, was ist das Besondere, wenn sich was rührt? Weil ich das brauche. Ich brauche das einfach. Das mit den Viecher brauche ich einfach. Ja. Es geht halt auch ums Umfeld, ne? Wenn du jetzt kommst, du hast ein Paletten, ja, warte, wir stimmen der Show oder sonst irgendwas. Ja. Wenn du jetzt zu einem Italiener kommst und der kriegt jetzt ein paar Kier von der Versteigerung, der hat eine Freude. Die freuen sich, dass wir kommen. Ja. Okay. Der hat, also, das ist, das hat die Kur gesteigert und der wartet schon drauf und das ist dann. Also, da ist auch Hinterleben, aber auch dort, wo es hinfährt, dann, wann bei der Ablieferung ist auch. Ganz was anderes, ne? Das ist eine andere Art von Umgang. Gerd, komm her nochmal, ich tu dir das Mikro nochmal ein Stück Vierer, dann haben wir den noch ein bisschen besser. Okay. Du bist ein bisschen leiser wie die Tatjana, aber ich glaube, das ist generell, du bist eher der Leisere, gell? okay, das heißt, da tut sich was. Du hast dann einen Führerschein gemacht. Ist das, du bist eine Frau in einem Logistikunternehmen, du fährst selber LKW. Ist das, war das was Seltenes? Weil so damals LKW-Fahrer schon. Waren eigentlich immer Männer, so wie ich sie kennengelernt habe. Ja. Wie hat der Umfeld reagiert, wie du gesagt hast, ich mache das? War das so, Tatjana, passt, hätte mehr erwartet oder so? Nein, du gehörst ins Büro oder sonst irgendwas. Wie waren da die Reaktionen? Ja, ich war schon noch dann auch im Büro, weil wir waren ja da bei meinem Vater angestellt. Ja. Aber mein Opa hat damals gesagt, das war mir immer schon klar, dass die einmal in den Lastwagen fährt. Der Opa hat es gewusst? Ja. Den hat es taugt. Was sagt der Papa? Hat der Papa gesagt? Ja, der gefreut sich ja. Der gefreut sich ja? Ja. Okay. Für den war das Highlight. Und dass ich auch das weitermache mit den Viechern. Ja. Aber ich mache es von Herzen, weil er nicht, weil es er will, sondern weil es ich haben möchte. Ja. Deswegen. Okay. Erzählt mir mal bitte, wie habt ihr euch kennengelernt? Weil ihr seid irgendwie, jetzt was seid ihr irgendwie füreinander gemacht. ihr huckt 30 Jahre mehr oder weniger miteinander im LKW, oder? Ja, fast. Ja, die erste Zeit noch nicht so, aber eigentlich schon.
Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, wie er da bei uns angefangen hat, bei meinem Vater. Du hast auch da angefangen. Ich habe mir gedacht, der Spätzl. Der Spätzl hat dich hergebracht. Ja, der hat aufgehört zum Fischfahren und dann hat er aber gesucht. Und der wurde halt weit von. Ist er zu meinem Vater gekommen. Okay. Wie war der erste Eindruck beim Papa? Wie war die erste Begegnung? Nichts. Hat er gesagt, kommst du mal vorbei, nimmst du aber gleich was mit. Was? Nimmst gleich was mit? Also nicht Laufen. Reisetaschen. Bitten. Und dann bin ich gekommen und hat er gesagt, ja, morgen fährst du. Spanien. Ja. Mit Hans hast du Spanien fahren müssen. Fährst du auf Spanien. Wir haben auch gar nicht geredet ums Verdienen. Er hat dann schon irgendwas gesagt, das und das zahle. Ich sage, ja, passt Spanien, Hauptsache Spanien, das passt gut. Das war echt so einfach. Das heißt, du kommst her, das erste Mal, dass du weit fährst oder bist vorher schon weit gefahren? Ja, in der Dimension nicht. Okay, das war der erste Mal, dieser Sprung in deinen Jugendtraum schon, oder? So richtig fort. Ja? Und der hat dann gesagt, bring gleich ein Reisezeug mit. Und einmal trotzen, oder wie war das? Mit was bist du da angereist? Von wo? Vom Mostviertel? Ja. Vom Mostviertel bist du aufgefahren? Ja. Für die Bewerbung? Ja. Und hast gleich im Prinzip das Reisezeug dabei gehabt, dass du gleich fahren kannst? Und dann habe ich gleich weggenommen, den Lastwagen, und dann haben wir schon Spanien. Das heißt, du bist gar nicht mehr zurückgekommen ins Mostviertel? Ja. Ja? Zeitweise. Zeitweise. aber seitdem bin ich eigentlich da. Okay. Und wann ist da die Tatjana das erste Mal weggelaufen? Vorher schon? Weil da alles Subunternehmer gefahren ist bei uns. Ah, da habt ihr euch schon kennt? Ja, da haben wir uns schon kennt. Okay. Und wie gut habt ihr euch da schon kennt? Oder wann hat es dann gefunkt? Ja, na dann. Normal halt. Dann bin ich halt Was normal hat es gefunkt? Ja, wir waren Freunde. Ja? Nur Freunde. Ja, wir haben ja viel miteinander vorgegangen, wenn er da war. Ich bin zurückgekommen und dann hat Tatjana gesagt, fährst du jetzt gleich heim oder gehen wir heute auf die Nacht noch wegen fort? Ach so, und das hat halt so hat es dann. Ja, und dann hat er irgendwann hat der Schwiegervater gesagt, nächste Woche nimmst du Tatjana mit aus Spanien. Und dann haben wir auf Loretta Mar gefahren. Oh, schon. Das war's, gell? Loretta Mar. Da haben wir noch zusammengekommen. Da seid ihr dann zusammengekommen. Bei der ersten gemeinsamen Fahrt. Genau. Hat er euch bewusst zusammengeguckt in einem? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich muss mich da noch einmal gefragt. Ich habe bis heute nicht gefragt, ob das Absicht war, oder wie? Habt ihr? Okay, 30 Jahre, dann auf einmal, ihr wart zusammen. Wie war damals noch die Situation? Da war die Firma war noch beim Vater, oder? Mhm. Du bist angestellt gewesen. Ja. Wie ist es dann ab dem Zeitpunkt weitergegangen? Also wie lange seid ihr dann gefahren miteinander? Ja, nur vereinzelt halt. Vereinzelt, ich war im Büro, dann habe ich wieder rein springen müssen. Ich war also, dann immer so Springer, weißt du? Ja. Als zweiter Mann. Okay. Ja. Also, aber da hast du schon gewusst, du willst dann auch regelmäßig fahren und aus dem Büro dann raus. Ich habe eigentlich in der Schule schon immer gesagt, ich kaufe mir irgendwann meinen eigenen Viehtransporter. Das habe ich immer schon gesagt. Okay. Ja. Das war schon immer mein Ding, dass ich einen eigenen habe. Ich stelle mir das jetzt untypisch vor, oder? Was sind so die typischen Berufswünsche in der Volksschule oder so? In welchem Jahr sind wir da ungefähr? In welchem Zeitraum? In die 90er, 2000er? Na, vorher schon, 85. 85? Ja. Ja, da bin ich von der Schule rausgekommen. Ja. Warst du da? Du warst, das war schon speziell, oder? Wenn man sagt, ich möchte mal meinen Viehtransporter haben, oder? Wie haben die Klassenkameraden drauf reagiert? Oder was haben die ganz gesagt? Normal, die haben mich alle gekannt. Die haben mich alle gekannt? Ja. Die haben schon gewusst, die macht das. Einer hat letztes Mal erst gesagt, das hast du immer schon gesagt. Okay, und du hast das auch immer schon gesagt, im Endeffekt. Eigentlich schon. Okay, passt. Das heißt, wir sind, wann war Loretta Mar? Oh, wann war das? 1994. 94. Schau, wie das noch genau war. 1994. Ja, in Summe, wo es mehr war dann. Ja. Schau dir den Blick an. Hat der Blick. Ja. Okay, und dann, wann ist es dann soweit gewesen, bis dass ihr den Transporter dann ausverkauft habt vom Bruder? 2007. 2007, also da war schon noch eine ziemliche Zeit dazwischen. Ja. Das heißt, wie ist die Zeit gelaufen? In der Zwischenzeit seid ihr zusammengekommen, dann habt ihr irgendwann einmal geheiratet. 2000 haben wir geheiratet. 2000 habt ihr dann geheiratet, ja. Mhm. Und es war einfach eine stabile Arbeit. Du bist allerweil im LKW gesessen oder hast du mal in der Zwischenzeit was anderes gemacht? Nein. Gar nicht. Nein.
Ja, da war dann einmal stabile Arbeitsbeziehungen. Da war dann einmal BSE-Krise, da hat man dann 4 Transporter auf Zeiten gestellt müssen. Ja. Da hat man dann Paletten gefunden, das war die schlimme Zeit. Ja. Wie lange war die Zeit? Zwei Jahre, glaube ich, war mal in Ruhe oder ein Jahr. Nein, nicht ganz 2 Jahre, ein bisschen über ein Jahr. Habt ihr einfach gar nichts gefunden? Da war wirklich der Markt? Ja, es ist halt, es sind schon Tiere gefunden worden am Schlachthof oder so, nicht? Aber das war ja eigentlich nie das, wo man mir, wir wollten ja immer weit fahren. Ja. Aber mit Vieh war da ziemlich ruhig, das Ganze. Okay. Und da, ja, das muss ja dann weitergehen, nicht? Da hat man so die ersten Planauflieger damals gekauft. Mhm. Okay. Aber das war nie, dass man gesagt hätte, das möchte man mal machen. Stabil. Okay. Also das heißt, ich kann jetzt einfach diesen Zeitraum 1994 bis 2007 nehmen. Ihr habt euch immer angekommen, habt dann geheiratet 2000, aber das war stabil. Du bist gefahren, du bist auch zunehmend mehr gefahren in der Zeit, oder? Ja. Was war dann der Auslöser 2007, dass ihr gesagt habt, okay, wir kaufen das jetzt raus? Jetzt machen wir uns selbstständig, weil ist ja ein großer Schritt. Weil mein Bruder kein Viech mehr fahren wollte. Der wollte mit Viehtransporte aufhören. Warum wollte er nicht mehr? Ja, es ist halt ziemlich aufwendig gewesen, bürokratisch und alles. Ist ja, wir kaufen ja fast alle 4 Jahre einen neuen Auflieger, aber nicht, weil es so schön ist, sondern weil die Vorgaben immer wieder anders sind. Also das heißt, der neue Aufleger, den was wir jetzt gesehen haben, der ist, weil sich was verändert hat? So ungefähr, ja. Okay. Das heißt, der Bruder, dem ist das einfach zu viel Arbeit geworden? Eigentlich nicht? Nein, mir nicht. Ja. Mir wird nichts zu blöd, was das betrifft. Du bist bürokratieresistent, oder was? Ja. Okay, warum das? Weiß ich nicht. Weil ich halt das so lieb mit den Viechern. Okay, dann nimmst du einfach die Zettelwirtschaft in Kauf oder magst du die Zettelwirtschaft da? Ja, das ist mein Leben. Okay. Ja. Schöner war es, wenn es nicht war. Aber. Okay, das kommt man vernachlässigen. Das könnte ruhig ein bisschen weniger sein. Aber das ist. Ja. Ehrlich. Okay. Manche Sachen haben sehr übertrieben. Ja. Kommen wir nachher nicht vielleicht noch drauf. Aber der Bruder wollte dann nicht mehr. Das habt ihr dann gesagt, okay, wir kaufen dir den Teil mit den Viechern ab und machen unser eigenes Unternehmen Viehtransporte. Genau. Tatjana Engel, glaube ich, heißt es. Ja. Wie war das dann für euch, dieser Schritt? War das für Überwindung? Jetzt sagt wahrscheinlich wieder, nein, das war klar, dass wir das machen. Wie war? Das war nicht anders wie vorher. War das nicht so der Schritt, in die wart ihr dann nicht mehr angestellt, sondern ihr wart dann eigenständig, eigene Verantwortung, habt euch dann um alles selber kümmern müssen, auch die Bürokratie. Die habe ich vorher schon da müssen. Okay, also. Da hat sich nichts geändert für mich. Da hat sich für dich nichts geändert. Okay, nein. Für dich? Eigentlich auch nicht, wir haben das vorher genauso, wie wenn es uns gewesen war. Habt ihr es eh schon gefahren? Genauso, okay, Und wie hat sich da der Markt verändert da zu der Zeit hin? Weil 2007 Bürokratie ist offensichtlich mehr geworden, sodass der Bruder irgendwann mal gesagt hat, war da irgendwas was Spezielles in der Zeit, dass er gesagt hat, er wollte nicht mehr, oder war es einfach nie sein Ding und das war dann irgendwann mal das Fassel voll? Ich glaube, dass nie so sein Ding war, so richtig. Ja. Weil das mit den Kipper, was er jetzt macht, da ist er glücklich. Ja. Und das ist der aber gern machen, weil du magst das gut. Also jeder hat sein Ding, es geht eigentlich beim LKW-Fahren geht es darum, was habe ich hinten drauf und der eine ist mit Schrodder oder sonst was glücklich. Ja. Manche werden mit den Viechern glücklich. Ist es wurscht, welche Viecher oder habt ihr gibt's da, weil ihr transportiert ja aktuell, glaube ich, nur Rindviecher, oder? Nein, Schweine, Schaf. Eijol. Straußen. Was? Straußen? Ja. Okay. Wir fahren alles. Wie viele Kipper habt ihr? Weil ich habe mir gedacht, der unten, der neue Kipper, der ist nur für Rindviecher, oder? Der Auflieger, der ist jetzt nur ein für Kipper. Rinder. Ja. Aber da kannst du Schweine auch fahren, aber nicht mehr 3 Stück, aber da Schweinetränke drin. Ah, das geht eher? Ja. Okay. Und Straßen, gibt es da einen eigenen Auflieger, oder? Nein. Geht eher da eine? Ja. Das heißt, ihr könnt mit dem Auflieger im Prinzip alle Tiere transportieren. Ja. Spezialisiert ist er für Rinder. Genau. Ist Rinder der Hauptanteil an eurem Transport? Ja. Okay, das heißt, ja, hauptsächlich Rindertransport. Geht es da mehr um Mast oder mehr um, was transportiert man denn mit dem Rindertransport? Zuchtrinder. Ja. Okay, das heißt von A nach B, damit die dort weiter züchten können. So ungefähr. Zweitens das für, warum macht, ist es Zucht? Zweitens das ja, für, zum Beispiel, nächste Woche fahren wir von Tirol, von der Versteigerung auf Italien. Ja. Und die, in Italien, die
kommen dann auf Tirol, die Händler und die Bauern. Ja. Und die kaufen sich halt da hochwertige Tiere, wo viel Milch geben. Ja. Der zücht halt nicht, der kauft sich halt irgendwie wieder dazu, wo. So dass er mit Tieren, die viel Milch geben, weiter züchtet, genau. Und dann also die entsprechend dann, die Erträge auch. Die sind dann in, ja, also Melketiere nehmen, laktierend. Ja. Also die geben Milch, die musst du innerhalb von 12 Stunden anbringen. Okay. Schauen wir mal vielleicht ganz zurück. 94 war Spanien. Spanien war es, oder? Mhm. Ja. Wie hat sie denn, wie ist ihr Einstiegssatz in die Viehtransporte? Wenn Sie euch zurückerinnern, wie war das damals? Ja gut, da ist man auch viel Türkei gefahren damals. Ja. Im Vergleich zu heute, hat sich da viel verändert? Weil vorher mit dem. Ja. Wie war das damals, wie ihr angefangen habt und vielleicht auch im Vergleich zu heute? Wie war da so die Entwicklung über die Jahre? Nee, da hast du keinen Zeitdruck nicht gehabt. Also das Transportgesetz hat es nicht gegeben mit 29 Stunden. Mhm. Du hast null Zeitdruck gehabt. Wenn du da gekommen bist du da gekommen. Freilich bist durchgefahren und geschaut, aber du hast einmal stehen bleiben können zum Schlafen, hast die Viecher gefordert, weil Hai hast du dabei. Mhm. Es war noch kein Selbsttränke drinnen, da haben sie dann so Wannen, mein Vater hat so Wannen bauen lassen, wo sie reingeschoben haben, und mit Wasserschlauch haben sie halt dann getränkt. Ja. Das war halt alles nicht so, und jetzt ist nur der Druck da mit den Veterinäre, gut, die kriegen auch Druck, die Veterinäre. Ja. Das muss man auch alles verstehen, aber. Mhm. Warum hat sich das so verändert? Wegen Tierschutz. Ja. Ja. Dass es die Viecher besser geht. Ja. Ich meine, es gibt überall schwarze Schafe. Ja. Bei uns, woanders, überall. Ja. Das weiß man. Ja. Wie hat sich die Bedingungen für die Tiere verbessert über die Zeit? Im Vergleich? Ja. Ich dachte schon so. Schon. Ja, man lohnt es ja zwischendurch lohnt man es aus. Ja. Das hat es früher nicht gegeben. Ne? Früher ist man durchgefahren. Ja. Du hast es halt am Auto versorgt. Hm. Und jetzt müssen sie halt runter in den Stall um 24 Stunden Pause machen. Und das wird mit GPS überwacht. Okay, das heißt, früher war das alles nicht, oder? Du hast einfach einen LKW gehabt, hat es damals besetzt, gesagt, wie viel die Viecher maximal oder einfach, bis die Tier nicht mehr zugegangen ist? Oder wie so hat man ungefähr, das? Ja. Also hat es lang einfach wirklich keine Regulierung gegeben? Oder hat es grundsätzlich, vor welchem Zeitraum reden wir da? Wo sind eure ersten Erfahrungen, wo es wisst, dass ja, da kannst du drüber reden? Wann ist das losgegangen mit dem Fahrtenbuch? 96, 98 irgendwo, Richtung 2000. Okay. Dann ist das Fahrtenbuch und dann hat man GPS braucht mittendrin. Dann hat man auch die Transportzeit begrenzt und das heißt, dass man es dann zwischendrin abladen hat müssen. Mhm. Machen wir mal so diesen historischen Aufriss. Es ist jetzt für quasi heute mal ein Einsteiger-Podcast in die Welt des Viehtransportes. Wann war die Zeit, wo es weder, du hast das gesagt, Fahrtenbuch, nicht? Dann jetzt GPS-Kontrolle. Du hast mir heute erzählt, der Veterinär kommt vom Büro aus, schauen, wie warm es im Auto ist. Etc. Versuchen wir es mal aufzunehmen. Wann war die Zeit, wo es nichts von dem gehen hat? Ja, wie weit muss man da zurückschauen, wo man einfach wirklich gesagt hat, so viele Viecher wie aufgehen und hoffentlich kommen alle leben da. So auf blöd jetzt gesagt, wann war das noch? Wo jeder entscheiden hat können, was er will. Ah ja, gut, also bis der Deckel zudruckt wird, so war es jetzt auch nicht. Nein, ich sag's plakativ, ja. Wann hat es keine Regulierungen gegeben? Ja, das mit dem Fahrtenbuch, das ist irgendwann 6, 8, 9, kurz vor 2000 ist das losgegangen. Mhm. Ja, bis dahin hat es halt keine Regelung gegeben. Da hat es keine Regelung gegeben, was ich Ja, da hat halt der Amtstierarzt entschieden, die hat nur Platz oder nicht. Ja. Aber er hat halt keine. Der Amtstierarzt war damals auch schon. Der hat schon immer dabei müssen. Der hat auch, die Tiere das waren auch vorher schon untersucht und alles. Okay. Das ist ja ein Riesenaufwand. Dann ist 98 das Erste, was gekommen ist, war das Fahrtenbuch. Ich kann es jetzt nicht so genau ungefähr sagen, aber irgendwo da vor 2000. Und was hat man da machen müssen mit dem Fahrtenbuch? Oder warum, was hat das dann verändert? Man hat halt das dokumentieren müssen. Ja. Wann man fährt, wie lange man fährt. Ja. Und das ist halt dann irgendwie enger reguliert worden. Dann aber da ist um eure Fahrzeiten gegangen, oder? Ruhezeiten? Nein, nur vor die Viecher. Vor die Viecher. Ja. Vor die Viecher. Für uns, das passt auch gar nicht zusammen. Das ist ja. Okay, das heißt, was war damals der Auslöser? Dass man gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt ein Fahrtenbuch für Tierschutz-Thematiken oder hat es da andere Auslöser gegeben damals? Nein, das ist rein vom Tierschutz. Das war vom Tierschutz, ja. Ja. War da ein Skandal in der Zeit oder irgendwas? Hat sich da irgendwas bewegt? Nein. Ja. BSE war 2000 dann, glaube ich, gell? Ja, irgendwo da.
Okay, das ist als erstes Fahrtenbuch, was hat man da grob geregelt dann? Also Ruhezeiten, oder? Ja, du hast es halt einschreiben müssen, wann du die Tiere forderst. Mhm. In der ersten Seite ist praktisch die Planung drin, wie alles geplant ist. Ja. Und in der vorletzten Seite ist eine Querseite. Ja. Da wird dann dokumentiert, ja, wo, von wann bis wann und was du da gemacht hast. Okay. Ja. Ja. Passt, das war ja 1998, was ist dann das nächste gewesen? Dann seid ihr mal gefahren eine Zeit lang, hat man sich daran gewohnt an diese Regulierungen, sind die dann nach und nach verschärft worden? Oder ja, ist das ist selber so klar, weil es dazu gekommen praktisch. Ja. Und dann ist die Fahrzeit auf die 29 Stunden begrenzt worden, dann, ja, hast du es zwischendrin abplanen müssen, dann hat man natürlich auch zuerst, ja, die ganzen Stallungen aufbauen müssen, weil das hast du nicht irgendwo lernen, ja, darfst du nicht irgendwo lernen. Ja. Das ist selber so ein, irgendwie noch was dazu gekommen und dann ist GPS gekommen. Weil dann hat man diese Regelungen gehabt, aber Papier ist ja geduldig und darum ist das GPS gekommen. Also das heißt, da hat man dann schreiben können und irgendwann hat man sie dann... Das hat man sich alles schick geschrieben praktisch. Ja. Also die meisten haben sich alles schick geschrieben und dann so, halt haben passt. Sie gesagt, jetzt haben wir GPS rein und dann... Das war die nächste, das hat man gemerkt, okay, jetzt, so funktioniert das nicht, jetzt muss man das auch noch kontrollieren. Ja. Was diese 29 Stunden, was heißt das? Was ist in diesen 29 Stunden drin? Also es ist bei Rinder. Ja? Rinder darf man von 14 Stunden... Mhm. Längstens, und dann müssen es mindestens eine Stunde, muss das Auto ruhen. Ja. Und da muss man auch, steht, da muss es aber stehen, dann müssen, ja, die Kinder müssen oben bleiben, oder? Ja, ja. Und dann, 14 Stunden maximal. Ja, ja. Und dann diese eine Stunde mindestens. Ja. Und dann nochmal 14 Stunden. Und dann nochmal 14, also dann kommt man auf den 29. Und dann müssen es in einen Stall rein für 24 Stunden mindestens. Dann kommen 24 Stunden, müssen es aus, und dann geht 14 wieder los, mehr oder weniger. Gibt es da eine Obergrenze, wie oft kann man das Radl? Normal kann man das immer wieder fahren. Okay, aber irgendwann bist du halt auch da. Ja. Hoffentlich, nicht? Ja. Und dann waren wir dann, wir heuer waren wir in Zypern. Ja. Das haben wir praktisch bis Rumänien gefahren. Mhm. Dann diese 24 Stunden Pause. Ja. Und dann auf Griechenland, auf Lavros, da war Athen in Hafen. Mhm. Und dann ist man mit der Fähre auf Zypern gefahren. Okay. Und die ist gefahren. 38 Stunden. Ja. Und da bleiben natürlich die Viecher schon am Auto, aber da hast du immer Zeit, dass du die Tiere versorgst. Die Fährzeit zählt dann nicht mit praktisch. Okay. Du kriegst ein Oberdeck, da waren wir mit zwei LKW. Ja. Da hast du Platz ohne Ende, da kannst du fahren und versorgen. Der ihr wart mit zwei LKW, ja. Seid ihr Getränk gefahren? Nein, nein, nein. Ein zweiter Superer war dabei. Auch mit zwei Mann, weil sonst schaffst du das nicht, zeitmäßig. Ja. Du hast nämlich gesagt, du hast vorher nämlich gesagt, das passt nicht zusammen, die Zeiten für die Viecher. Du hast 14, 1, 14, ja, 24 für die Stunden. Und dann gibt es ja für euch auch ein Fahrtenbuch, was ihr führen müsst mit eurer Ruhezeit. Ja. Wie schaut es da 21 aus? 21 Stunden. 21? Ja. In 30 Stunden musst du 9 Stunden Pause machen. 30, okay, 21, 39. Ja. Okay. Und wie geht sich das mathematisch mit dem mit den Stunden von den Viechern aus? Das überlagert sich ja dann, oder fährt dann dabei einer von euch, weil der andere schläft und dabei der hinten schläft, wird das als Ruhezeit. Nein, das musst du so planen, dass du mit deiner Fahrzeit, mit deiner LKW-Fahrzeit zu den besagten Stall hinkommst, wo du gebucht das hast. Das heißt, du musst in 21 Stunden eigentlich dort sein. Okay, und in diese 21 Stunden musst du 14 Stunden fahren, 1 Stunde Pause den, mit die Viecherl und dann hast du noch einmal 3 Stunden, dass du hinkommst, dass du auf die 14, 5, 15, 6 Stunden, dass du auf die 21 Stunden kommst. Und dabei, du musst, wie lange darfst du auf einem Stück durchfahren? 4,5. Dann musst du Pause machen und in der du die Pause machst, kannst du dann weiterfahren? Das geht, ja. Okay, das heißt, deswegen braucht man zwei Mann, zwei Frauen auf so einem Auto, dass du nicht stehen bleiben musst, sondern dass die Ruhezeit der andere einfach fährt. Genau. Sonst darfst du einfach permanent stehen. Ja. Okay. Ah, jetzt, also für mich jetzt, ihr habt das natürlich alle wieder gewusst, aber deswegen fährt man das Ding zu zweit, Ferntransport, weil sonst wäre das einfach ökonomisch nicht sinnvoll oder du kommst in keiner Zeit runter. Okay, das heißt, eigentlich sind die Zeiten für euch die was die oberen limitieren. Genau. Okay, wie schauen denn diese 24 Stunden Ruhe, weil die Stunde ist oben am Auto, das heißt, die sind dann insgesamt 29 Stunden, wo die Viecher am Auto drauf sind, und dann müssen sie eine Stunde runter, 24 Stunden runter. Ja. Wo tun wir es dann hin? Weil ich bleib sicher nicht auf der Autobahn stehen und lasse das dort auf dem Parkplatz, sondern wie schaut das dann aus? Da gibt es eine Liste.
Eine Listen? Da gibt es eine Listen, wo zugelassene Ställe sind. Die, das muss er zugelassen. In der ganzen EU. Okay. In der ganzen EU. Okay. Weil du darfst das nicht einfach zu einem Bauern fahren, der wo gerade einmal kein Viech nicht drin stehen hat, sondern das muss eine Zulassungsnummer haben. Was müssen denn die Ställe, spezielles Wellnessprogramm oder sowas, was vom Auto, was müssen die kennen, die Ställe, oder was ist das Besondere an diesen Ställen? Sauber sein und die Viecherei. Ja, das ist ein normaler Stall. Mhm. Ja. Ganz normaler Stall, also keine speziellen Zusatz, einfach nur in der Nähe von der Autobahn wahrscheinlich, im Idealfall, oder? Ja, also immer auf der Strecke irgendwo. Ja. Wie viel gibt's da? Viele. Der ruft halt, das läuft ungefähr so, der ruft einer an, er möchte Viecher dort hinfahren. Dann musst du eine Route bauen, dass das passt. Ja. Und dann musst du an diesen Stall dann anmelden. Ja. Und wie ich da gesagt habe, du musst es dann auch einem Tierarzt vorlegen, den ganzen Plan. Ja. Und der schaut sich das an, ob das so machbar ist oder nicht. Erklärt mir mal so, das hast natürlich du vorher gesagt auf dem Video, das ich gemacht habe, das haben wir da jetzt nicht drauf. Das heißt, erklärt mir mal, wie so eine Routenplanung jetzt. Ihr habt sie ja spezial lang, also bei euch ist alles lang, weg. Ne? Haben wir schon erklärt. Kurztransporte war weder für die noch was, nur für die noch was. Ihr wollt einfach weg und möglichst weit und mit Viecher. Passt. Damit hätten wir das geklärt. Wie plant man so eine Tour? Nehmen wir mal eine lange, ihr fahrt nach Albanien und nach Zypern oder wie plant man so eine Tour? Was muss man da alles im Vorfeld machen, dass man überhaupt los? Weil einfach losfahren wird es nicht kennen, sondern da muss ein bisschen was passieren. Ne? Ja, ja, du musst schon mal planen, wie lange brauchst du von der Ladestelle bis zum Stall, wo du versorgen tust. Du musst da. Wo das holst du? Also, da wo du das versorgen tust, wo du das wieder ablässt mit der Zulassungsnummer. Ja. Dann musst du es planen, wie lange brauche ich zur Fähre hin. Ja. Das musst du ja alles planen. Ja. Wie schwierig ist das? Gibt es dafür eigene Programme oder ist das erfahrungsbasiert oder habt ihr da mit Google Maps oder wie macht? Da drin. Alles da drin? Ja. Also gibt es kein spezielles Routensystem oder Routensoftware für Viehtransporte, wo du sagst, ich gebe Start, Ziel und der spuckt dir dann das aus? Nein, wir schauen mal halt Kilometer, wie weit das von da nach da und von da nach da ist und den Rest machen wir alles. Und die Grenzen, das sind halt alles Erfahrungswerte, das musst du wissen. Wenn da einer jetzt kommt und sagt, der macht das, zum Beispiel, wenn übernächste Woche fahren wir auf Bosnien, zum Beispiel der Grenzveterinär in Kroatien, der ist ab 7:30 da, ab 7. Ja. Und du da. Das musst du wissen. Wenn du außer der Zeit kommst, hast du Pech. Und das musst du aber alles wissen. Das musst du wissen. Für alle Länder, wo du unterwegs bist. Im Gesetz steht drin, dass er 24 Stunden anwesend sein muss. Ja, das ist er nicht. Die Theorie. Der ist da von 7 bis 19 Uhr. Und dann hat er schon einen großen Zettel dran. Ja. Also nach 18 Uhr nimmt er die nicht mehr an und ab 7:30 kommt er erst. Ja. Und kommen wir da dann um 8:30. Das mit so einer Gelassenheit, diese Sachen auszusprechen, das braucht schon sehr, sehr viel Erfahrung, oder? Ja. Weil das muss man wissen. Und es ist ja nicht nur Bosnien, es sind ja noch ein paar andere Länder, die was man wahrscheinlich, und überall ist es ein bisschen anders, oder? Ja, das sowieso. Wie schwer ist es für jemanden, der gar nicht aus dem kommt, dass er da einsteigt und dass er so eine Route bis nach Zypern plant, ohne dass er zwischendrin dreimal einen Nervenzusammenbruch hat? Der ruft bei mir an. Der ruft bei mir und fragt mich. Ja. Ja. Tauscht ihr, seid ihr quasi so ein bisschen vernetzt untereinander? Ja, ja. Sprecht euch. Ja, ja. Braucht man das, oder? Weil jeder, seid keine Einzelkämpfer. Nein. Die rufen alle bei uns an und fragen, weil die wissen, dass wir schon überall waren. Seid ihr in der Branche was Besonderes? Ja, besonders. Das kennen uns halt ziemlich viel. Ja. Würde jeder und wir machen es ja schon lange. Also ihr seid in der Branche, erstens mal kennen euch viel. Ja. Und eine der erfahrensten Fahrer-Duos, die es eigentlich gibt in dem Bereich. Ja. Wir brauchen zum Beispiel so eine Kanidier, so Zollwappe haben wir früher gebraucht für die Türkei. Ja. Das Amt in Berlin, da rufen die Leute um, ich muss ihnen das ummelden, wie geht denn das? Ja. Da sagen die, rufen sie bei der Frau Engel oder die kennen sie aus. Super. Warte, jetzt haben wir den mal Ton, ich glaube, der steht die ganze Zeit vor der Kamera. Den tue ich jetzt mal da. Die rufen bei der. Okay, das heißt, du hast eigentlich schon eine indirekte Beratungsfunktion. Ja, so ungefähr. Kriegst du für das auch was? Nein. Nicht. Nein. Machst du das gern? Ja. Ja, aber es ist auch so, wenn du die Leute triffst, die lohnen dich zum Essen ein, dann zahlen sie das Essen wieder, weil du einen Käufer hast. Das ist alles so. Geben und nehmen. Und da hält sich ja jeder dran an dem, ja. Oder? Das ist beim Viechfahren normal.
Das okay, ist das eine Familie. Wie viel gibt es denn in Europa? Wenn du jetzt Familie denkst, wo ist die Familie? Deutsche Familie, deutsch-österreichisch? Nein, wo? Komplett. Wie komplett? Polen. Ja. Ich habe polnische Subunternehmer. Ja. Das ist alles deutsche Österreicher. Das aber redest du nur von deinen Subunternehmen oder redest du dann über die Subunternehmen hinaus alle Viehtransporte? Das ist eigentlich überall bei den Viehtransporten, dass das alles Familie ist. Das ist anders als wir beim Kühlerfond oder beim Planifond. Okay. Fichfond ist Fichfond. Man kennt sie. Der Großteil. Okay. Warum seid ihr gerade so, warum seid ihr da so anders? Also die Branche generell. Was macht es, dass ihr so Familie seid und bei den anderen das nicht so ist? Nur weil sie hinten was riert, wird es nicht nur sein, aber seid ihr ein anderer Schlag Leute, die das machen? Oder führt die Arbeit dazu, dass ihr enger zusammengewachsen seid? Oder ist es auch das, was sie gerade für kritische Blicke natürlich auch drauf ist, dass man da mehr zusammenwächst und sie mehr miteinander redet? Was ist da? Was ist so der Kasus Knaxus? Also ich sage immer, der, wo ein Viech mag, hat einen guten Charakter. Ja. Und der, wo ein Viech einen Spitz gibt, der hat keinen Charakter nicht. Okay. Das ist so. Okay. Und darum tue ich mit Viecher arbeiten, weil ich mag Viecher. Du magst Viecher? Ja. Ja. Okay. So, jetzt sind wir noch immer bei der Routenplanung. Das heißt, man kann diese Route nur planen, wenn man viel Spezialwissen hat. Ja? Wie oft geht euch da was? Wie lange sitzt ihr in der Planung, sagen wir mal so, für so eine Zypern-Tour? Oder noch in die Türkei? Wie lange sitzt ihr da? 10 Minuten. Okay, warte. Hochkomplexes Ding, 10 Minuten. Wie lange würde ich dran sitzen? Weiß ich nicht. Ja, länger wie mir. Länger wie 10 Minuten. Aber du darfst mich auch rufen. Ja, die auch rufen. Stimmt, die Nummer habe ich ja. Aber es wäre. Du reichst halt das dann an Veterinär ein? Ja. Oder du fangst beim Veterinär mal an. Fangen wir mal vorne an. Okay. Du kriegst den Auftrag, bitte Firma, weiß nicht, 20 Zuchtrinder von da in die Türkei. Dann, erster Schritt ist. Das muss dann beim Veterinär angemeldet werden. Beim Veterinär. Du, die Türkei ist nur schwieriger, weil die müssen noch vorher in Quarantäne. Also da macht es dann der Handel alles praktisch. Okay, machen wir mal die einfache Variante. Sagen wir mal, woanders, wurscht. Ihr ruft zum Veterinär und sagt, wir hätten dort einen Transport von da nach da. Nein, das brauchen wir nicht machen. Das macht der Exporteur. Das macht der Exporteur? Ja, okay. Das macht entweder der Zuchtverband oder der Handler, der Exporteur. Genau. Der schickt euch aber den Veterinär auf den Betrieb, wo die Viecher stehen oder wo sie dann lädt, oder wo geht der dann hin? Oder kommt der zu euch, wenn es schon geladen ist? Nein, du bist erst einmal, ruft die dann der Handler an und sagt, jetzt machst du mir mal so einen Routenplan. Ja. Eine Planung. Ja. Und die müssen wir halt dann erreichen. Nachdem die Viecher freigegeben haben vom Veterinär, das Blut passt und alles. Okay. Und wenn wir kommen zum Lohnen, dann ist der Doktor da, der Veterinär. Der Veterinär schaut das dann an und sagt, das funktioniert so oder auch nicht. Also der kontrolliert dann die Transportbedingungen. Genau. Als erst die Viecher, ob wegen dem Blut etc. Ja. Das, was verkauft wird, auch dem entspricht, was geliefert wird. Ja. Ja. Und dann kommt er noch einmal, wenn sie lädt, und schaut, ob sie das gescheit lädt und ob das passt und ob das allen Richtlinien entspricht. Der LKW passt, ob die Lüfter gingen, ob die Tränkeanlage gingen, ob das GPS funktioniert, weil sonst wäre es gar nicht verlohnt. Okay, also es müssen einfach ein paar Punkte müssen. Sauber muss es sein. Ja. Sauber gewaschen. Ja. Und wie gesagt. Das Auto. Ja. Ja. Und wie gesagt, vorher prüft er schon, ob du das auch so machen kannst. Ja. Ob es nicht zu warm ist in der Zeit. Mhm. Also das heißt, der prüft auch die Strecke und die ja, Wetter. Weil du kannst ja mal schreiben, du fährst jetzt 1000 Kilometer in 5 Stunden. Und dann sagt er, das wird nicht gehen. Gut, das gut, ja, das ist sehr gemein, aber es geht ja auch darum, welche Regulierungen müsst ihr einhalten? Ihr habt jetzt ein Tiertransportgesetz, auf das ihr schauen müsst. Ist das österreichweit oder ist das europaweit? Europaweit. Okay, das heißt, ihr habt nur eins? Ja. Nicht mehrere? Nein. Okay. Das ist EU-Gesetz. Genau, und da stehen dann gewisse Parameter drin. Was regelt das im Endeffekt? Die Zeiten, die 29 Stunden oder sind die woanders drin? Nein. Die sind da drinnen? Die sind da drin. Die Temperatur? Temperatur hast du vorher gesagt, was heißt das? Minus bis? Zwischen 5 und 30 Grad plus minus 5. Aha, also eigentlich zwischen 0 und 35. Ja. Okay. Bei den Viecher. Ja. Ja, bei euch nicht. Ja, aber wenn es natürlich 40 Grad hat,
wenn du, der sagt, da hat es jetzt 38 Grad in Neapel, dann wärst du nicht. Ja, aber wie lange fährst du jetzt zum Beispiel in die Türkei? Das ist eine, was ist eigentlich, wenn ich über die Europäische Union, über die Grenze rausfahre? Weil die EU regelt ja in Europa das. Ja. Was gibt's dann? Nein, das zählt bis zum Entladeort. Das ist gerichtlich festgelegt. Also nicht, sobald ich draußen bin aus der EU, kann ich im Prinzip... Kannst nicht sagen, was du magst. Also es gilt das EU-Gesetz auch im EU-Ausland bis zum Entladeort? Bis zum Entladeort. Mhm. Okay. Gut, weil die Frage habe ich nämlich mitgekriegt oder so, weil das ist noch so. Mhm. Ah, okay. Damit ist das einmal geklärt, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel in die Türkei fährst, dann ist in Bulgarien der EU-Außendoktor. Ja. Der EU was? EU-Außenveterinär. Da gibt es einen EU-Außenveterinär. Ja, sowas gibt's. Ja, wo der Ausgang ist von der EU. Ja. Ja. Und was tut der da? Ja, der kontrolliert aber eher den Eingang, oder? Nein. Normal kontrolliert er, was importiert wird an Lebensmitteln. Ja. Und er muss auch unsere Tiere anschauen, dass du das alles einhältst, wenn du rausfährst. Ja. Also das, wo du da angegeben hast in diesem Transportplan, dass du in den Stall warst, das schaut dir alles an. Okay. Und dass auch von der Temperatur passt, dass die Einstreu passt, dass da einer kommt und dass da auch Stroh drin ist. Mhm. Beim Verlassen der EU, sozusagen. Ja. Okay. Das Wasser ist in der Tränke drin. Zum Beispiel auch, wenn wir jetzt auf Bosnien fahren, da macht es der Kroate. Da muss da, also bei jedem Grand EU-Austritt, wird das kontrolliert. Okay. Okay. Und natürlich auch Geld. Ja gut, das ist hoffentlich einkalkuliert im Gesamt. Das musst du alles kalkulieren. Okay, und okay, das Gesetz gilt dann bis dorthin. Jetzt haben wir gesagt, die Fahrzeiten, die Temperatur. Aber wie soll das jetzt gehen, wenn ich jetzt von da in die Türkei, wie lange ist man unterwegs? 3 bis 4 Tage, je nachdem. Ja. Woher soll ich wissen, wie viel Grad in der Türkei in 3 Tagen hat? Wenn der jetzt sagt 28, ich fahre zu und auf einmal kommt unerwartete und oft ist das Wetter, was sie sagen, nicht einmal das, was gerade draußen ist. Da gibt es ein Portal und da musst du reinschauen. Und das zählt. Das zählt. Also, ja, aber was ist, wenn es dann heißer wird, wenn du sagst, okay, es steht drin 28, okay, fort, dann kommt auf einmal die Hit. Und du bist unterwegs, du kannst deine Luft auflösen und dann hat es auf einmal 40 Grad. Was tut man dann? Ja. Kriegt man dann rückwirkend, dann wird man dann gestraft? Oder schaut man, dass man dann irgendwo in so einen Stall kommt und die Tiere kühlt? Oder was tust du dann, wenn sich das halt ändert? Und es ist ja im LKW drin auch nicht so heiß. Ja. Da haben ja Belüftungsanlagen drin, du kannst das Dach oben aufmachen, dass die Hitze rausgeht. Ja. Du kannst da schon das Beste draus machen mit dem Ganzen. Ja. Aber dass jetzt von 28 Grad auf 40 Grad steigt, ist. Ja. Also, das ist schon so häufig. Eher unwahrscheinlich. Ne? Ja, also ist eher unwahrscheinlich. Okay. Also, diese Portale sind schon. Und wenn die sagen, dass die Temperatur hochgeht, dann wird der Veterinär sagen, da lassen wir lieber nicht, da warten wir lieber bis wieder. Okay, das heißt, das ist schon für euch dann auch relative Unsicherheit zu sagen, wir reichen der Zeit, dann schaut der da rein und sagt, die Tendenz geht eher Richtung 35 Grad, das könnte sein, und dann sagt, Fahrt wird nicht angetreten, dann huckt ihr da und wartet, oder wie? Was anderes da. Ja, aber was anderes. Was kennt ihr in der Zwischenzeit da, weil die müssen ja, ist da nicht mehr ein Auftrag, den ihr übernehmen könnt, oder huckt ihr dann eine Woche da und wartet auf Aufträge? Ja, das haben wir schon oft, dass wir mal eine Woche daheim stehen, weil es zu heiß ist. Gerade im Sommer. Ja. Gerade im Sommer. Oder da gibt es im Sommer von mal dann oft Touren, die wo du über Nacht machen kannst. Okay. Auf Kroatien, auf die Nacht lohnen, in der Früh auslohnen. Da ist kühler. Ach so, das kann man natürlich so abplanen, dass man dann, also da muss aber die ganze Tour dann in der Nacht sein. Und zum Beispiel haben wir mal im Sommer von Mühldorf auf Bulgarien geplant. Ja. Und dann hat auch der Veterinär gesagt, das wird zu warm. Ja. Und dann haben wir gelohnt in Mühldorf, sind wir bis Rumänien gefahren, auf die Nacht gelohnt, in der Früh in Rumänien ausgelohnt. Ja. Dann nicht 24 Stunden, sondern nur länger stehen geblieben, dass wir wieder auf die Nacht weggefahren. Und so haben wir die dann runtergebracht. Das heißt, ausladen in diesen 24 Stunden, in diesen, wie nennt man die auf gescheit, die Stelle da? Aufenthaltsorte. Aufenthaltsort. Ja. Okay. So heißt es genau. Der Fachbegriff dafür ist Aufenthaltsort. Sehr schön. Okay. Das heißt, da kann man dann schon, wenn es heißer ist, da kann man schon Zwischenstopp machen, ab über 35 Grad. Ja, das kann man dann schon so planen. Da ist schon wurscht. Also, da sind sie einen Stall drin.
Wie merkt ihr das? Wie geht es die Viecher dann wirklich? Bis wohin sind die Viecher tolerant? Ist das eh schon so gesetzt, dass Viecher das bis 35 Grad im Prinzip gut aushalten, wenn sie drauf sind? Und eigentlich gang hat nur ein bisschen mehr, aber wir haben zur Sicherheit ist unten, oder geht es die Viecher dann bei den, wenn es so über 30 Grad hat, merkt man dann schon, das ist dann schon wahrscheinlich für euch anstrengend und für die Viecher auch schon anstrengend. Ja gut, im Stall ist dann kein Problem, weil da liegen sie ja entspannt drin. Ja, okay. Aber im Auto ist halt dann zwingend, weil halt das, die Luft und alles begrenzt ist im Auto. Ja. Zum Beispiel, wenn es warm, wenn es auf 30 Grad zugeht, kann ja der Veterinär sagen, pro Bucht ein Tier weniger. Ja. Also es kann, der hat dann schon sehr viel. Er kann also auch sagen, du darfst zwar noch fahren, aber du tust jede Bucht ein Tier weniger rein. Ja, gehst mit dir, ne? Ja. So sagst du es halt, ne? Sonst legst du ein wenig nieder. Danke übrigens, du bist nicht ganz fit. Geht schon. aber danke für das, dass du jetzt trotzdem versuchst, jetzt auch dabei zu sein. Jetzt haben wir gesagt, Temperatur, Zeit, was wird noch geregelt im Gesetz, im Transport? Nur was. Wenn wir so grob zusammenfassen, sind noch irgendeine Temperatur verstehst, Fahrtzeiten, Maximalbeladung, ist das auch da drin? Ja, Quadratmeter. Sowieso. Das geht auf Quadratmeter. Okay, was heißt das? Was sind da die Vorgaben? 1,6 Quadratmeter, glaube ich, für eine Kurb ist. Also pro 1,6 Quadratmeter pro Rind? Ja, bis. Okay. Das sind alle Tierarten. 700 Kilo oder 750 Kilo. Oder 750 Kilo. Da gibt es ja Listen. Da ist ja der Bälle drinnen. Ja. Okay. Das gibt es noch. Oder sonst noch irgendeinen Faktor, der da wirklich relevant oder der wirklich wichtig ist und vielleicht auch immer wieder vor Herausforderungen stellt? Nein, du. Gibt keine Herausforderung. trotz Husten, trotz Firma hast du wahrscheinlich Firma auch noch? Nein. Genau, okay. Optimismus ungebrochen, oder? Ja. Ja. Wie hat sich das jetzt verändert? Du hast vorher irgendwie gesagt, wer Viecher mag, man muss Viecher mögen, dass man einen Viehtransporter fährt. Ja? Ja. Das ist jetzt so, wenn es von außen betrachtet, deswegen ist es ja schön, dass da mal zwei Menschen hucken, die das auch dann. Ja? Und ich frage das bewusst jetzt kritisch, weil das ist ja oft, wenn man über Viehtransporter hört, man hört das immer nur dann was, wenn was ist. Ja. Ja? Dass dort der Skandal, da ein Skandal, irgendwo sind sie wieder hinten nachgefahren und sind draufgekommen, dass die Zeiten, die da angegeben sind, doch nicht eingehalten worden sind. Oft ist auch die Frage nach dem Grenzaustritt. Was passiert dann mit den Viechern, sobald ich dann irgendwo im EU-Ausland bin? Was ist dann mit den Viechern? Es ist ja scheinbar so für mich als Konsumenten, sage ich jetzt einmal, der da nicht reinschaut, ja, Widerspruch, weil oft ist ja die Tiertransporter, sondern die mögen die Viecher eigentlich nicht, weil man kann ja keine Viecher nicht mögen, wenn man Tiertransporte fährt, weil das ist ja im Prinzip der Transport an sich schon für die Viecher nicht gut. Ja. Ist jetzt mal die Perspektive. Was sagt sie da drauf? Wie wird sie dem entgegnen? Zum Beispiel ist ein Tierschützer, der wo einen Viehtransporter überholt und steigt auf Brems, ist das ein Tierschützer. Passiert euch das? Das ist nicht erst einmal. Was passiert da? Was ist da, wenn sie das Vieh ans Hirn haut? Das ist für mich kein Tierschützer nicht, wenn er sowas macht. Satz, ist euch das schon passiert? Ja. Nicht nur einmal. Okay. Mhm. Ja, wie geht es euch da? Der fährt neben dir, dann hupt er und dann geht es so und dann fährt der einer, bremst die aus. Okay. Mal schon gehabt. Habe ich auch schon zur Anzeige gebracht. Ja. Aber das gibt es nicht erst seit heute oder gestern, sondern 10 Jahre zurück. Und wann hat das angefangen? Das mit den Tierschützen? Meistens. Ja, nein, dass ihr es gemerkt habt, dass einfach jetzt auf einmal. Nein, jetzt bremst mir, jetzt ist nicht das Bremsen mir auf einmal öfter mal leid aus. Jetzt werde ich oft einmal kritisch gefragt. Oder jetzt schauen wir die Schiefer oder irgendwas. Wenn irgendwas im Fernsehen kommt, dann kannst du schon rechnen damit. Dann kommt schon wieder irgendeiner. Ja. Wirklich. Ja. Und das heißt, was passiert da? Sie fahren vor das Auto, bremsen euch aus? Ja, und dann spontan bremsen müsst. Ja, und dann hauen sie ab. Okay, gut, das ist jetzt nicht unbedingt die sinnvollste Art und Weise, seinen Protest auszudrücken, weil da die Tiere, die man schützen würde, tatsächlich zur Verletzung kommen. Aber wie habt ihr es generell gemerkt, diese Veränderung im Bewusstsein? Und was hat sie auch bezüglich Tierschutz, bezüglich Tierwohl, wer sagt, sie möchte die Viecher? Also mir können wir eigentlich nicht mehr machen beim Transport. Ja.
Aber wie stellt man sicher, dass es einem Viech beim Transport gut geht? Wie kann man das, reicht da das Tierschutzgesetz oder ist das, was ihr macht, geht das schon drüber hinaus? Macht ihr irgendwas Besonderes? Ihr habt ja gesagt, den Transporter, den ihr jetzt habt, oder den Lader, glaube ich, heißt, Lader sagt, Auflader, gell? Auflader. Der ist ja nach eichere Vorgaben gebaut. Das ist ja quasi eine Spezialanfertigung. Ja. Auf was schaut ihr da? Ist Effizienz wird drinnen sein, aber wo schaut man da auch beim Tierschutz? Was tut man da? Dass das möglichst gut, weil transportieren muss man es offensichtlich, weil das ist von A nach B zu kommen, braucht man Transport. Bus. Ja. Auf was schaut man da? Gut, von Abstand. Ah, die Fahrweise? Ja, die Fahrweise. Wir haben einen türkischen Kunden, der hat gesagt, seitdem, dass wir die Viecher runterbringen, da ist vorher ein anderer gefahren, hat er null Ausfälle. Und dann hat er zum Gerhard gesagt, er soll eine Schule aufmachen und Fahrer ausbilden. Okay. Also ich hätte jetzt, ich weiß nicht, wie es euch, aber ich hätte jetzt an 255 Sachen gedacht, aber nicht auf die Fahrweise. Doch. Ja, das hat schon. Die Fahrweise, wenn du so um Kurven fährst oder stark bremsen tust, oder du musst schon vorausschauen von. Ach so, wie man es in der Vorschule lernt eigentlich, ne? Ja. Entspannt. Ja, aber gibt's da was Spezielles, auf was schaut man am meisten? Natürlich, oder ist ja logisch eigentlich so. Nicht in die Kurven rasen, dass es nicht auf Seiten druckt, nicht gar bremsen, dass nicht Viere fliegen, weil angeschnallt sind's nicht. Nein, wenn da schlechte Straßen sind, Rumänien, Bulgarien, nicht so richtig durch die Löcher durchjungen, ist ja auch schlecht für den Lastwagen, aber auch für die Viecher nicht gut. Ja. Also mit Hirn fahren. Man muss schon nachdenken, was man hinten drauf hat. Okay, aber das kostet euch Zeit, ne? Ihr fahrt ein bisschen langsamer, dass ihr nicht gar bremsen müsst, ihr schaut mehr auf Abstand, oder wie beschreibt selber, bevor ich es jetzt aufzähle, das geht ja dann im Endeffekt wieder, je schneller du unten bist und schneller du wieder da bist, desto öfter kannst du fahren übers Jahr gesehen, desto mehr Geld verdienst. Also da auch wieder Abstriche wahrscheinlich, oder? Oder wie? Ja, es ist, man, indem du darfst es von Haus aus nicht genau planen alles, dann bleibt es auch halbwegs entspannt. Ah, die Planung? Okay. Das, da geht schon gute los. Die Planung, ne? Okay. Du musst deine Tät, dass du nicht hetzen musst. Mhm. Okay. Und das Wichtigste für die Viecher, das Allerwichtigste ist die Luft. Das heißt, du darfst nicht zu viel aufladen. Ja. Gerade bei der Hitze, ne? Ja. Dann, wie ich da gesagt habe, da kommt so hoch Stroh rein. Das ist ja es kommt Stroh rein, ne? Das ist zwar, es ist der Aluboden oder was ist das, ein Stellboden? Ja. Aber du musst viel Stroh rein da, unten vielleicht noch Sägespäne. Ja. Dass du das Ammoniak rausbringst, ne? Also, dass drinnen einfach die Luft. Die Luft, die Luft ist das Wichtigste. Ja. Die Viecher. Und dann kommt das Wasser und dann muss ich es erst einmal fordern natürlich auch noch. Ne? Aber das Wichtigste ist einmal die Luft. Mhm. Und Stroh ist deswegen wichtig. Ich habe letztens gehört, dass Ammoniak sich deswegen ja nur bildet, wann das Feste, also der Urin, also der Kot und der Urin wieder zusammenkommen. Mhm. Erst wenn das wieder gemischt ist, bildet sich Ammoniak. Mhm. Und wenn du einstrahlst, dann bleibt es mehr oder weniger getrennt, dann kommt hinten, fällt hinten was raus und das rinnt halt dann nicht zusammen. Und dadurch kommt es zu weniger Ammoniakbildung. Es wird halt trocken sein, die ganze Geschichte. Ja, ne? Und dann bleibt ja die Luft besser. Dann bleibt die Luft besser. Es ist nicht nur quasi wegen dem Untergrund, dass Werke ist, sondern auch, dass die Luft, dass weniger. Stroh hat halt dann nur den Vorteil, das können sie ein wenig fressen auch noch zusätzlich. Das Wichtigste ist, dass die Luft einmal passt, das kommt noch vor dem Wasser vor alles andere. Okay. Wie ist das geregelt, wie viel Stroh da reingehört oder macht man das noch? Das weiß man. Okay, also das steht nicht im Transportgesetz drinnen, pro Quadratmeter gehört so viel Stroh? Nein, das weiß man. Das weiß man? Ja. Okay, und tut da dann jeder gleich viel, weil es alle bei dir anrufen spart man sich da was, wenn man weniger Stroh rein tut? Oder du musst man weniger raus. Du musst weniger raus da. Ja. Und weniger Stroh einkaufen wahrscheinlich, oder habt ihr eigentlich? Nein, das kriegen wir mir gestellt. Das kriegen wir beim Fahrrad. An der Ladestelle. Weil das Auto muss ja sauber zur Ladestelle kommen. Ja. Und dann kriegst du das. Achso, das wird erst bei der Ladestelle, wird das Stroh. Schau, das sind so die Details, die sind für euch völlig logisch, das sind vielleicht ganz interessant. Das heißt, ihr habt da jetzt nirgendwo ein Stroh bei euch, sondern ihr kriegst es bei der Ladestelle. Kostet euch das Stroh dann dort was? Nein. Das nicht. Okay, das heißt, der einzige Anreiz, weniger Stroh reinzugeben, ist, dass du dann weniger Hocken hast, das Stroh, weil eine, dann müsstest du selber. Ja. Und außer da auch wieder. Ja. Und das ist dann mehr oder weniger Arbeit. Ja, genau. Okay. Aber das ist ein Gerhard Wurst, der haut trotzdem zweimal so viel.
Hauptsache, die stehen schön weich. Okay, und das ist auch also ein Beitrag dazu, dass die, das Wort für die Viecher angenehm ist. Was bringt euch das ökonomisch oder was bringt euch das? Ich sage mal, ihr macht es wegen einem Tierwohl, okay, verstehe. Ja, aber ihr seid ja auch Unternehmer. Ja, habt ihr dadurch nicht im Prinzip nur Nachteile, weil ihr länger einladen müsst, länger ausladen müsst, etc., kennt ihr weniger Fahren, habt ihr mehr Kosten, habt ihr Vorteile auch? Die Viecher kommen dann ganz anders da. Ja. Und das ist dann, und das, was der zum Beispiel der Hallis gesagt hat. Ja. Das Schönste ist, wenn die Viecher hinterherlaufen. Von der Fleck für Austria, die Simone war einmal mit in der Türkei und die waren da bei diesen türkischen Kunden. Ja. Und der hat sich ja gesagt, seine Viecher von mir. Er hat gesagt, und wenn wir nicht Zeit haben, hat er gesagt, dann warte, bis wir Zeit haben. Kostet sie ja mehr? Ja, schon. Seid ihr Premium? Sozusagen. Okay. Ich hatte mal auch nicht gesagt, der Porsche sind wir. In der Branche, der Porsche in der Branche. Der Porsche in der Branche, wirklich. Gut, wir sind da in Bayern, gell? Eventuell der BMW oder der Porsche. Ja. Aber habt ihr das von Anfang an so gemacht? War das immer schon euer Weg, dass ihr das macht? Dass die Viecher gut geht. Dass die Viecher gut geht. Ja. Gut, das ist, erklärt es nur ein bisschen, also mehr Stroh ist jetzt drinnen, ja. Was habt ihr bei der Planung berücksichtigt, dass die Viecher gut geht? Weil, dass ihr sagt, ja, ist ja immer das Misstrauen, nicht? Wenn man die Leute jetzt nicht kennt und wenn man sagt, ja, ihr macht Tiertransporte und wir macht das, ja, wir lieben unsere Tiere und es geht die Viecher immer gut und so weiter, dann werden sie das sagen. Nicht? Das ist ja so dieses Misstrauen, das was grundsätzlich da ist. Woran hätte mehr Stroh aufstellen bei euch? Die Fahrweise ist eine andere, eine defensivere, sage ich jetzt einmal, oder? Mhm. Woran erkennt es noch, dass ihr transportiert, ja, schaut ja bei der Besatzdichte, dass weniger reintut oder sind es eh schon die zwei wichtigsten Faktoren? Oder gibt es bei euch mehr Wasser? Ist bei euch ein Bier? Nein, ich kriege Wasser. Ja. Oder wo kommt es noch? Außer, dass man euch jetzt so zuhört. Nicht? Also irgendwie, wenn man euch länger zuhört, dann wird man eh schon einen Verdacht kriegen, dass vielleicht doch was dran ist an dem, was sagt. Nicht? Aber gibt es noch irgendeinen Faktor, auf den ihr besonders schaut, wenn es um Tierwohl geht? Das ist eigentlich was. Nein, das ist... Du musst es mit Herz machen. Wenn du es nicht mit Herz machst, dann brauchst du es nicht machen. Okay, jetzt unterstelle ich einmal, es machen nicht alle mit Herz, weil die was, dort wo die Sachen dann passieren und wo die Leute nachfahren, sagt sie, sind es Ausnahmen? Ihr kennt die Branche? Hat die Branche immer noch ein bisschen Aufholbedarf und ja, sozusagen, dass das besser werden könnte? Und wie könnte man es besser machen? Also bei manchen Unternehmen kann es schon besser werden. Also es gibt schon auch. Ja. Da, wo es besser werden kann. Aber was brauchst du denn wieder? So einen moralischen Aufruf? Hey Leute, liebt eure Tiere, seid ein bisschen, denkt ein bisschen nach, denkt zu ökonomisch. Oder braucht's doch wieder eine stärkere Regulierung? Die was natürlich euch dann auch wieder trifft. Nein, ich glaube, dass man nicht mehr viel machen kann. Ja, ihr? Ja, aber nicht. Das zählt ja eigentlich für alle anderen auch. Ja. Also das müsste dann jeder für sich selber entscheiden, oder was? Genau. Ja. Aber ihr merkt es in der Arbeit, dass die Viecher besser geht, wenn sie ankommen. Was dann passiert, ist im Prinzip nicht eure Verantwortung und euer Problem. Schaut sie ja, wem sie das liefert, schließt sie da Leute aus, sagt, dort liefert die nicht hin. Nein. Ja, okay, das ist dann... Das ich kenne ja die Leute eigentlich auch vorher nicht. Ja. Also ihr kennt die nicht? Nicht immer? Nein. Okay. Also wenn wir schon ein paar Mal dort waren. Ja. Dann. Okay. Aber sonst... Können wir vorher nicht sagen, wir fahren aber da nicht hin. Zum Beispiel der Dünger, den kennen wir inzwischen. Das ist. Also der geht mit seinen Vier top um das. Ja. Für den kann ich sagen, da war ich dort, das kann ich. Weil sowieso in Türkei, ja, aber der, die Viecher dort, die werden gehalten, das ist, da sind. Ich glaube, der möchte 800 Kühe oder was und da arbeiten 30 Leute, das machen bei uns drei. Ne? Okay, also eigene kann man nicht andere Arbeitsform. Ja. Der Betrieb ist sauber, der Betrieb und die Viecher geht es gut dort. Ja. Ja, okay. Das heißt, auf der Tierwohlkomponente sagt hier, ist das, was ihr macht, eher die Porsche-Variante, aber ihr kriegt es dann auch wieder retour, weil die Menschen, die Tiere dann auch kriegen, im Prinzip auch gesunde Viecher haben, die sind weniger, gibt es weniger Ausfälle, hast du gesagt. Ja. Das macht sich dann auch
schon langfristig ökonomisch auch bezahlt, oder? Ja. Das heißt, im Markt bringt man das noch unter. Ja. Ja. Wie hat sich denn generell der Transportmarkt verändert? Das ist ja, der Fleischkonsum geht ein bisschen zurück, ja? Also über die letzten Jahre weniger Fleischkonsum. Merkt ihr das auch, dass der Markt also ganz kleiner wird? Dass weniger Transporte nachgefragt werden oder vielleicht sogar bei uns mehr, weil mehr exportiert wird? Oder wie hat sich denn der Markt so über die letzten 20, 30 Jahre, wo sie halt fortsetzt, verändert? Was hat sich da? Ja, die kleinen Bauern hören halt alle auf. Ja. Die hören alle weg. Es ist auch in Österreich drin, nicht? Bei den Handlern, da wo wir fahren. Ja. Der sagt, da hört einer nach dem anderen auf. Okay. Das wird überall alles weniger. Mhm. Und das ist nicht richtig. Die Betriebe werden größer, ne? Woran merkt ihr das? Also, das sind die Zahlen, das wird geredet, aber woran merkt ihr das? Mir merkt man das noch nicht. Das merken die Handler. Ja. Die merken das. Aber mir merkt man es noch nicht. Okay, das heißt, ihr fahrt genauso es viel? Es ist nur das da zum Fahren, wo wir brauchen. Ja. Für euch oder für die Branche? Hauptsächlich für uns, aber auch für die Branche. Schon. Aber das, wo halt da jetzt ist, dass da alles kaputt machen, die Landwirtschaften und so, also das. Grundverkehrt. Mhm. Okay. Schlecht. Ja. Vor der Menschen auf dem Kopf. Ja. Aber das heißt, bei euch ist noch nicht angekommen. Generell, es wird genauso viel hier transportiert wie vor 10, 15 Jahren, 20 Jahren. Oder hat sie ein Verhältnis, was transportiert? Ihr fahrt ja nur Most Zuchtrinder, hauptsächlich. Ja. Was ist mit dem Schlachtvieh, was man immer wieder hört, das, was weiß ich von Österreich, Kälber zum Beispiel, Kälbertransporte, ganz ein großes Thema, wo immer wo diskutiert. Man darf ja auch, weil wir waren vorhin beim Tierschutzgesetz, ab einem gewissen bis Altersgrenzen gibt es noch, glaube ich, oder? Dass du sagst, du darfst, wo liegt bei den Kälber, die hat es vorher geheißen, 14 Tage, die müssen jetzt, ich glaube, in Österreich 3 Wochen mindestens sein. Ja. Bevor sie überhaupt transportfähig sind. Und dann gehört auch wieder 14, 1, 14. Nein, Kälber ist es anders. Kälber ist 9, 1, 9, 18 Stunden. Okay, auch so ein System, aber mit weniger Stunden und dann 24 Stunden wieder zwischen. Okay, transportiert sie auch Kälber? Nein. Okay, das macht es gar nicht? Schulbus fahre ich nicht. Weil es eine andere Art von Transport oder warum machst du das nicht? Nein, das ist. Hin und da fahren wir es auch, aber ganz. Wenn wir jemanden aushelfen, machen wir es, aber sonst brauchen wir es ja nicht. Wir haben ja genug andere Arbeit. Okay. Und keine Blären. Das hat jetzt nichts zu tun, dass es denen schlecht geht, aber keine Blären immer. Also, das ist einfach wie ein Schulbus, mehr oder weniger. Oder? Ja. Darum sage ich ja Schulbus vorhin. Okay, das ist dann schon wieder zu laut. Also das ist, aber die blären immer, oder? Also das hat nichts mit denen. Das ist normal, dass die blären. Ja. Das ist ganz normal. Also wie bei Kindern meinst du, oder? Ja. Okay. Ja. Zum Beispiel, wenn wir die erste Tour auf Spanien gefahren waren, sind wir mit Kaiwe gefahren. Ah, da? Ja. Aber das ist ja. Junge Liebe, junge Frau. Okay. Also ihr transportiert keine Kälber. Was ist mit dem Schlachtvieh? Also ihr Zuchtvieh habt ganz ihr? Selten. Auch. Okay. Sind es dann ganz andere Unternehmen oder auch andere Aufleger, die wo sie das transportieren? Nein, oder habt ihr das so? Früher haben wir öfter in Österreich einmal Stier mitgenommen am Schlachthof. Ja. Das dauert dann nur 3 Stunden oder 2, 3 Stunden länger, fährt man es ja nicht. Ja. Aber da haben wir eigentlich, durch das, dass wir sich auf das spezialisiert haben, hat man das komplett. Also ihr habt alles so, tut einmal da einmal aushelfen, potenziell könnt es, potenziell durft es, darat es auch, aber ihr habt euch einfach auf Zucht, warum habt ihr euch auf Zucht spezialisiert? Weil die Distanzen weg. Ernsthaft, habe ich es erraten, oder? Ja. Also wenn man die richtig weiten Transporte sind da, die kostet ja auch viel Geld, nicht? Also da musst du es ja auszahlen. Das heißt, je wertvoller das Tier, desto weiter auch die Distanz, dass sie das überhaupt auszahlt, dass man es transportiert, oder? Ist das so, stimmt das? Ja. Und deswegen Schlachtvieh, ein Kobe-Rind fahre ich auch wieder weiter, wie eine ausrangierte Milchkuh, sage ich jetzt mal, oder sowas, oder? Kobe-Rind haben wir zum Beispiel letztes Jahr vor, an meinem Geburtstag, am März haben wir die gefahren von Frankfurt auf Portugal. Die haben 8 Stück. Ja. 8 Stück waren das bloß. 8 Stück? Die haben gekommen von Kanada mit dem Flugzeug und
In die EU darfst du nur importieren Frankfurt oder über Luxemburg. Ja. Und die haben in Frankfurt angekommen. Und mit Flieger? Ja. First Class? Dann haben wir es mir aufgeladen, die 8 Stück, und haben wir nach Portugal gefahren. Zum Schlachten? Oder das war ein Züchter. Das ist Weigo. Embryo-Transfer und so. Ah, okay. Das waren ganz hochwertige Rinder. Okay, okay. Also das heißt, aber die waren bloß so nicht so groß. Okay. Fast, also eigentlich der Wert, je wertvoller, desto weiter potenziell auch zum Transportieren. Ja. Und das war für euch eigentlich der Grund, euch zu spezialisieren. Und das ist das Wichtigste ist, dass da nichts passiert mit den Tieren. Okay. Weil es halt sehr hochwertig sind. Ja, erzählt mal, was passiert so auf Reisen? Also jetzt haben wir gehört, also was sind so die Erlebnisse mit Tierschutz? Habt ihr grundsätzlich, weil wir schon beim Tierschutz vorher waren, habt ihr für die Forderungen grundsätzlich auch Verständnis, dass sie da irgendwie gesellschaftliche Gruppen, was nennt man, VGT, Vier Pfoten etc., Soko Tierschutz in Deutschland, glaube ich, heißt das, gell? Und andere dafür einsetzen? Habt ihr da grundsätzlich ein Verständnis dafür? Wenn sie es ehrlich machen, ja. Aber sie sind auch nicht immer ehrlich, diese Leute. Ja. Haben wir selber miterlebt. Ja. Was heißt unehrlich? Sagst du? jetzt erdruckt er sich. Ja, türkischen Grenze. Ja. An der türkischen Grenze. Ja. Wo wir durchgestanden mit Rinder, gell? Mhm. Du bist zum Papieremacher gegangen. Ja. Und dann ist zu mir eine gekommen, eine Schweizerin, ob sie reinschauen dürfen und mit der Kreuzellisten. Ja, alles perfekt angekreuzelt, super. Mhm. Und 2 Tage später schaue ich bei denen in die Facebook-Seiten rein, was unsere Zugmaschine, uns Innenleben vor irgendeinem anderen Auflieger, wo kein Stroh drin war und nichts. Und wir haben aber Zucht drin drum gehabt, Tragedikhalme, und das waren lauter so kleine Fresser. Ja. Da habe ich ihnen geschrieben, ihr habt jetzt genau 2 Minuten Zeit. Ja. Ansonsten gebe ich es einen Rechtsanwalt. Ja. Weil das darf man nicht machen. Dass man das zusammenspäht mit der Zugmaschine und einem anderen Auflieger und dann das schlecht macht. Okay. Weil die zwangen ja nur schlechte Sachen. Schlechte Sachen haben interessant Einschaltquoten. Mhm. Wenn was Gutes kommt über Viehtransporte, da schaut da jeder um und schaut einen Tater da, weil der interessanter ist. Mhm. Warum glaubt ihr, ist das so? Ja, weißt du, die kommen her und sagen selber, es ist toll, und wie ich da gesagt habe, die stehen ein bisschen Bauch in Stroh drin. Ja. Und dann verändert man das Ganze. Das ist halt nicht ehrlich. Mhm. Warum glaubt ihr, ist das so? Weil, gut, ich schätze mal, wenn ich jetzt Tierrecht bin, dann dieser Tiertransport, wurscht, wie du machst, grundsätzlich einmal etwas, was man vermeiden sollte, denke ich einmal. Ja, aber wir, die, das ist ja egal, wie es alle heißen, sie machen ja das nicht zwingend Tierschutz, sie leben ja davon, das sind ja Spendengelder. Sie wollen ja auch was bewirken damit, dass ein Pulver umkommt. Ja gut, sie müssen es ja halt auch finanzieren wahrscheinlich. Und das, die haben auf der Seite auch wieder keine Möglichkeit, Einnahmen zu generieren, weil im Prinzip darum habe ich gesagt, das ist halt auch nicht immer schwierig. Ganz ehrlich. Ja, jeder schwierig. Aber habt ihr grundsätzlich Verständnis dafür, dass sie Leute engagieren für Tierschutz oder dass sie Sachen verbessern? Weil es hat sich offensichtlich über die letzten 30 Jahre doch viel Regulierung natürlich, viel Bürokratie. Ja? Mhm. Aber auch wenn man es gesamt zusammennimmt, glaube ich, wird jetzt ein Tier heute insgesamt angenehmer transportiert. Es wird immer noch, also den Transport an sich kann man nicht vermeiden. Von A nach B, da ist eine Distanz dazwischen, die muss man überwinden. Mhm. Aber werden die jetzt besser transportiert für 30 Jahre in Summe gesehen? Ja, auf jeden Fall. Das brauchen wir nicht. Habt ihr da auch dazugelernt in der Zeit? Habt ihr euch da entwickelt oder habt ihr schon, du schon vor 30 Jahren Stroh eine, das Viecher passt, Stroh, noch mehr. Oder war das, hast du auch dazugelernt und du in der Zeit? Wir machen es nicht anders wie vorher. Plus, es ist jetzt angenehmer geworden, weil wir ja eine automatische Trinkanlage drin haben. Ja. Mit ein paar hundert Liter Wassertank. 700 sind es jetzt, glaube ich, gell? Ich weiß nicht, wie viel. 700 hast du gesagt? Ja, irgend sowas. Ja, mein Papa auch 2 Jahre verschätzt, aber 650, sagen wir plus minus 50 Liter. Zum Arbeiten ist alles angenehmer geworden. Ja, ja. Du hast auch heute gehört, die haben das auch an oberen Boden aufgekippt. Das darf heute der Tierschutz gar nicht mehr zulassen. Ja, vor allem mit dem Papa geredet, das haben wir auf dem Video drauf. Leute, Papa hat erzählt, früher sind es auch schon zwei Ebenen gewesen, aber die haben die Schweindeln mit zu zweit aufgekippt. Ja. Also, und so eine Sau hat gehabt 120, 130 Kilo. Ja. Ja.
zu zweit aufgekippt und der obere Ding war kein Aluboden und aufgefangen ist brutal. Das waren Holzbredeln, die haben es nachher noch so quasi aufgeschoben. Ja. Also da hat sich doch von den Arbeitsbedingungen brauchen wir nicht reden. Einiges. Auch fürs Viech. Auch fürs Viech. Ja, nicht bloß für Mensch, auch fürs Tier. Also es geht jetzt alle ein bisschen, besser. Ein Veganer, wo natürlich sagt, Viecher braucht es nicht, mit dem werde ich nie zusammenkommen. Ne? Ja, geredet habt schon mit einer, weil ich war selber schon mal dabei. aber kennst du es zumindest so sagen, okay, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Ich akzeptiere, aber er muss eben mich auch akzeptieren. Ja. Ne? Ja. Das ist. Ja. Glaubst du, ich hatte das schon verbessert jetzt ein bisschen, weil eine Zeit lang war es schon, habe ich den Eindruck gehabt, war es schon sehr konfrontativ, damit sich auch was ändert, glaube ich. Da war es auch irgendwie, da haben sie das Gefühl da, man muss extreme Aktionen erliefern, damit überhaupt einmal wer anfängt zum Nachdenken. Weil so ein Gesetz kommt meistens auch nicht von selber. Das kommt ja auch meistens erst dann, wenn irgendwas kurz vorm Eskalieren ist. Das ist also, glaube ich, auch so die Logik dahinter. Wenn es jetzt nicht extrem auffällt, dann wird sich ja ganz wenig ändern. Hat sich da was verbessert jetzt in dem Umgang miteinander? Ist es jetzt schon wieder ein bisschen besser? Geht man mehr aufeinander zu? Ja, oder? Das kommt auf die Leute drauf an. Ja. Der, wo ein Gegenüber akzeptiert, dann ist das natürlich... Ja. Wahrscheinlich kein Problem, aber wie gesagt, der, wo streng sagt, das brauchen wir nicht. Mhm. Aber der kann nicht für mich entscheiden, ob ich. Ich sage, wenn wir essen, wir seit immer schon Viecher. Ja. Das ist ja nicht seit gestern und seit 100 Jahren, das ist ja ein paar tausend Jahren. Mhm. Aber mein Papa hat mir zum Beispiel immer schon mitgegeben, das essen wir mir, mit dem musst du ordentlich umgehen. Mhm. Hat dein Vater auch schon mitgegeben? Das hat mein Vater schon gesagt. Mhm. Das ist ein Viech, das essen wir, ja. Aber das behandelt man auch ordentlich. Ja, so hast du gesagt, mach ich, Hauptsache ich komme weg. Hauptsache fort, okay. Ja, erzählt weiter von euren Reisen. Ihr seid ja, es ist ja nicht nur so, dass ihr mit den Viechern transportiert, sondern ihr kommt ja quer durch Europa. Habt ihr schon mal zusammengerechnet, wie viele Kilometer wart ihr jetzt miteinander schon unterwegs? Miteinander? Das ist keine schwierig. Viele Kilometer, aber. Ja. Wie? Aber ein paar Highlights können wir sagen. Aber Gran Canaria waren wir schon mit Viecher. Ja. Marokko. Ja. Aber wie viele Kilometer mal? Das ist eine Rechenaufgabe. Ja. Sagen wir mal so, den LKW, was ihr jetzt habt, der hat jetzt in 6 Jahren 600.000 Kilometer. Ja, knapp 700.000, also so 120.000 ungefähr. Von okay. Und das ist aber, ist euch ihr einziger oder habt ihr da noch eine Zugmaschine? Nein. Das ist jetzt die dritte, wo wir schon haben. Die dritte? Hinten. Wo wir mir selber haben, also. Ja. Okay, das heißt, wir sind bei 1. Und die noch nicht dabei. Und ihr sagt, eine Million Kilometer passt ungefähr drauf auf so ein LKW, oder? Na, den ersten haben wir hergegeben mit 600.000, den zweiten mit 900.000, sind das schon 1,5 Millionen. Ja. Und der jetzt knapp 600. Also ja. 680 oder was auch immer. Okay, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ja. Das heißt, ihr verbringt extrem viel Zeit miteinander auf engstem Raum und schaut es euch immer nur so an, als würdet ihr euch gerne haben. Wie geht sich das aus? Kabarettmäßig. Da geht es zu wie ein Kabarett. Das sagen viele, ja. Ich denke was, er sagt es, dann denkt er was, dann sage ich. Das ist alles schon so, wenn man irgendwas sehen. Einer denkt es da und er sagt es. Das ist wie ein Kabarett jetzt oft so. Wird es euch da nicht irgendwie fad einmal oder so? Oder weil ihr habt es vorher so gestreut, dann geht wieder weg und ich sehe schon wieder das Leichten. Kriegt man da nicht irgendwann einmal einen Koller, wenn man die ganze Zeit in den Fahrerhäusl drin sitzt und vorher, du fährst ja auch nicht Küstenstraße und Romantik, die Romantikstraße, wie man Wolfgangsee oder sonst was, dann ist jetzt ja meistens auf Autobahnen, oder? Auf ja, nicht bloß Autobahn. Ja. Wir sind auf der Landstraße. Schau. Ja. Montenegro, Bosnien, da fährst du ganz viel Landstraße. Okay. Was ist die Faszination, dass man da in dem da oben sitzt und fährt? Weil die meiste Zeit seid ihr unterwegs. Ja. Also das Stillsitzen, ohne dass am Fenster vorbei was vorbeizieht, das muss euch ja schon fast nervös machen, oder? Weil ihr da nicht friert. Na, so schlimm ist es. Da bewegt sich nichts. Aber wie ist das? Versuch es zu beschreiben. Ich bin gern unterwegs, aber irgendwann nach 3 Stunden Autofahren oder Zug fahren, Autofahren ist noch schlimmer, hast du irgendwann mit Schnauzen vorher und sagst, jetzt möchte ich dann gern da sein, weißt du? Ja, mit dem Auto. Ja, was ist? Das ist ja ein Auto, großes. Nein, schau. Ah. Belastung ist ganz was anderes. Warum? Ja, weil das ganz was anderes ist. Ja, warum? Du sägst mehr. Weil du weiter oben sitzt. Ja, du sägst viel mehr.
du kriegst viel mehr mit. Und es ist auch entspannter. Mit dem Pkw gibst du immer Gas, dann musst du aufpassen, welchen Blitzen und, und. Ja. Mit dem Lastwagen fährst du halt einfach so deine 89 geht da hin. 89? Ja. Weil es 90 die Regel ist, oder? Ja, und schnell darf er nicht gehen. 89. Aber das wird ja streng kontrolliert, oder? Ja, ja, die, da schauen die schon. Ja, okay. Aber was ist, bitte noch ein bisschen, das, ich weiß, ihr spürt es gerade beide, was die Faszination ist, aber für einen Menschen wie mich, was ist weiter oben? Man fährt langsam, ist entschleunigter, das heißt, man will ja gern weiterkommen. Ist das nicht auch total frustrierend, wenn du irgendwie auf der Autobahn bist und alle sind schneller wie du, nur du gräbst so langsam dahin, oder ist das? Die haben nicht schneller, weil irgendwann sind sie wieder neben uns, weil sie wieder bremsen müssen. Die sind bloß schneller dort, wo der Stau ist. Und wir fahren halt schön gemütlich dahin. Ja. Das kannst du immer wieder beobachten, dass die nicht schneller sind. Ja. Dann fahren sie 100 Mal in Raststätten aus, dann kommen sie wieder. Die hast du immer wieder bei dir da. Ja. Immer die gleichen. Und wir fahren halt schön gemütlich dahin. Aber zum Beispiel, voriges Jahr waren wir ein bisschen Burg in der Messe, drei Tage. Landwirtschaftliche Messe. Ja. Da haben sie halt die Rinderzucht Austria auch unseren Auflieger ausgestellt. Mhm. Und da müssen wir halt dann auch wieder da sein. Und dann bist du den ganzen Tag auf die Füße und ritzt mit den Leuten. Ja. Und nach den drei Tagen habe ich gesagt, jetzt bin ich mal froh, wenn ich mal 1000 Kilometer beim Lenkrad sitze. Also das ist entspannend. Das ja, freilich. Für uns ist das anstrengend, die Leute über alles erklären und ja gut, ein Mess ist für jeden anstrengend. Ja. Also ein Mess ist so schön, wie es oft ist. Es ist du stellst sich ja jeder so lässig vor, oh, ja. Scheiße. Ja. Aber das ist halt dann sitzt du wieder hinter dem Steirall und fährst, das ist schön. Das ja. Und sie streuen schon wieder. Okay, also mehr entschleunigter. Was tut man sonst da? Ihr habt eine Kaffeemaschine mit, die geilste, die haben eine Kaffeemaschine, eine Füttermaschine in der Mittelkonsole. Ihr könnt quasi während dem Fahren Fütterkaffee kochen. Ja. Ja. Was kennt ihr noch da oben von? Wenn ihr fahren müsst, nebenbei auch noch. Ja. was hat man da so in so einer Fahrerkoje drinnen, wenn man so speziell, ihr seid ja die Orgen, ihr fahrt ja wirklich weit. Ja. Das heißt, ja. Ihr müsst eigentlich die Deluxe-Hardcore-Variante von einer Fahrerkabine haben, oder? Ja, wir haben einen Gaskocher dabei, aber da kannst du jetzt unterm Fahren nichts machen. Das ist zu gefährlich. Spiegeleierbraten, du hast nein, nicht. Das ist zu gefährlich. Okay. Das machen wir nicht. Ja. Da haben schon einige explodiert. Das ist nicht so gut. Okay, passt, explodieren wollt ihr nicht. Okay. Safety first. Ja. Ein Kaffee kann man kochen? Ja, das geht. Das geht. Da ist noch nichts explodiert, vielleicht mal verbrennt oder sowas. Nein, einmal ist ein Bit hinten gelegen bei einem Schlagloch in Bulgarien. Ernsthaft? Wenn es so auskommt, dass hinten der Kaffee. Ja. Okay. Ist geflogen. Okay. Wie schlafen wir da drinnen? Gut. Ja. Ein bisschen wieder heim. Aber man schlaft ja nie miteinander eigentlich. Erstens mal, weil man übereinander schlaft, oder? Ja. Jetzt lacht er gerade, wieso? Er hat gefragt, wer liegt da oben? Habe ich gesagt, du. Im Interview. Er hat ja schon alles gefragt. Ja, aber ihr schlaft ja nie gleichzeitig, oder? Nein. Da drinnen. Außer wenn wir halt irgendwo stehen. Aber da schlaft ihr im Auto? Ja. Okay, weil klar, für was ein Hotel kostet man zusätzlich. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht, ja. Dusche etc., wie macht man das? Gibt es dann irgendwie bei den Roststationen? Oder Brauchen wir nicht. Wenn wir lasern, dann duschen wir am Auflieger. Wir können das Wasser warm machen, auch für den Winter, dass es nicht eingefriert, für die Viecher. Ja. Und dann können wir uns auch duschen. Im Aufleger hinten? Ja. Wenn er leer ist. Da baust du selber eine Vorrichtung. Ah, wirklich? Ja. Und so können wir bei den Zuchtverbänden, bei den Handlern überall duschen. Ah, das heißt, die sind dafür eingestellt, die wissen es, da kommen die Leute, da gibt es überall entsprechende Duschbereiche. Ja. Und sonst jetzt original hinten am Hänger, du im Stroh drinnen wahrscheinlich, bis zum Bauhaus mit dem Stroh. Da ist ein Lader Auflieger. Da ist ein Lader und gewaschen. Ah, da ist er schon Lader und gewaschen. Ja. Okay. Nö, wenn man doch vielleicht straßt die auch ein bisschen am Stroh oder sowas, oder? Okay, aber das heißt, da hinten kann man auch duschen. Ja. Das ist, ihr lebt ja oft in dem Auto, oder? Das ja. ist, ihr seid ja mehr in dem Auto. Wie viele Stunden im Jahr seid ihr unterwegs? Weil Kilometer ist offensichtlich nicht die Angabe, mit der sie ungefähr rechnen, sondern sind es Stunden, ja, oder? Das ist oft fahren wir drei Wochen am Stück, nicht? Weil du hast eine lange Tour, zum Beispiel auf Zypern. Ja. Wie lange warst du unterwegs?
zuerst auf Rumänien, dann 24 Stunden Pause, dann nochmal 24 Stunden bis Griechenland, dann 36 Stunden da oben. Ja. Dann Tag in Zypern, wieder auf 36 Stunden, da kommt was zusammen. Ne? Ja. Eineinhalb Wochen, glaube ich, hat das dauert. Eineinhalb Wochen? Mhm. Bis wir wieder zurück waren. Und dann? Tag Pause und gleich wieder weiter. Braucht sie dann zwischendrin einfach auch irgendwann einmal so eine Woche oder ich sag's ja, du hast sowieso gekommen, es ist ja ein Schleune, die sehe ich viel mehr, es ist sogar noch galt gemütlich, Kaffee kochen kann, ich nebenbei tue ich noch ein bisschen Auto fahren, irgendwie, es klingt so extrem entspannt, also, braucht's hier Urlaub oder ist euer Arbeit entspannend oder gibt's da auch irgendwas, was euch stresst oder gibt's da Belastungsfaktoren in dem Job, weil es wirkt gerade sehr entspannt. Ja, wenn du Belastungsfaktoren hast, dann musst du das umgehen. Das Ganze. Wenn wir da von Zypern auf Griechenland gekommen sind, haben wir gehört, dass über den Landweg überall so viel Grenzstau ist. Ja. Dann haben wir unseren Speziographer, einen Griechen, einen Xaris, ja, weil wir keine Fähre auf Italien gekriegt haben. Ja. Und er hat gesagt, er bucht uns nicht, weil ein Grieche kriegt immer eine Fähre. Und haben wir auch nicht gekriegt. Und dann habe ich das Ticket gehabt, dann habe ich gesagt, Xaris, da steht nichts von Doppelzimmer dabei. Mhm. Dann hat er gesagt, du, ein Grieche hat gebucht, du bekommst ein Doppelzimmer, Tatjana. Du musst nur die richtigen Leute kennen. Und ihr kennt Leute in ganz Europa und darüber hinaus. Wie schaut euer Freundeskreis aus? Wie schaut euer Sozialleben aus? Wie stelle ich mir das vor bei Menschen, die eigentlich immer nur unterwegs sind und besonders weit weg wollen, allerweil? Wie schaut das, wie kann man das dann vorstellen? Ihr seht ja, kommt ihr immer wieder mal nach Griechenland oder so? Oder so? Ihr habt keine Freundschaften pflegen, ja, die weit weg sind, oder? Ja, daheim wird der Freundeskreis ein bisschen kleiner. Ja. Das ist ganz klar. Ja, sind ja nie da. Aber wir haben jetzt auch nicht so krass, also haben viel Verständnis auch. Ja. Gibt Leute, die sagen, das ist schön, was macht, aber ich mir jetzt nicht machen. Ja. Die sagen viele Leute wahrscheinlich. Die meisten, ja. Kann ich mir vorstellen. Man trifft sich schon aber wieder mal. Ja. Das ist. Ja. Und fort hast du halt auch jetzt einen Freundeskreis. Ihr habt einfach viel Freund. Ja. Gut verteilt, weit verteilt. Ja, ich hätte nie geglaubt, dass man über Facebook Freunde kennenlernen kann, das wo wirkliche Freunde werden. Ja. Das wo wirklich persönliche Freunde werden. Ja. Da haben wir viel kennengelernt. Ja. Über Facebook? Da, ja. Wieso über Facebook? Ja, mei, Facebook-Freundschaften und dann hat man sich einmal getroffen. Achso, weil ihr zufällig, ihr kommt ja überall hin, oder? Ja. Irgendwann dann hat man sich kennengelernt und dann trifft man sich immer wieder. Handynummern austauscht und fertig. Ah, aber das ist das, was bei ganz viel einfach nicht stattfindet, weil wenn ich jetzt einen Facebook-Freund habe in Portugal, komme ich dort einfach nicht wirklich hin. Nicht? Aber und ihr kommt halt zufällig mal vorbei. Ja, genau. So quasi, ihr fahrt auch alle eure Facebook-Freunde zufällig irgendwann einmal an. Wie stellen wir das vor? Ja, die, wo da halt sympathisch sind, da versuchst du schon als Kontakt aufrechterhältst und dass du dich mal kennenlernst. Wenn wir da von Griechenland rübergefahren sind auf Italien, da waren unsere Nachbarn in Italien in Urlaub mit den zwei kleinen Mädels. Ja. Da haben wir dann abgesattelt und sind wir zu denen in den Strand gefahren, weil Fahrverbot war. Da waren dann zwei andere mit einem Kühlzug, die haben auf unseren Auflieger aufgepasst und die haben wir zum Beispiel vor x Jahren über Facebook kennengelernt. Sure. Und halt schon öfters getroffen und die haben halt dann dabei auf unseren Auflieger aufgepasst. Schön. Wir haben ihn mit der Zugmaschine an den Strand hingefahren. Satz mit der Zugmaschine am Strand. Ja. Und das Bett dabei kommt alles perfekt, oder? Alles dabei, ja. Schön. Das heißt, ihr habt einen europaweiten Freundeskreis, den ihr noch immer wieder. Ja. Seht ihr euch als Nomaden? Zigeuner. Ja? Seid ihr wirklich? Ihr seid auf der Straße daheim. Manchmal haben wir wirklich ein Zigeunerleben. Ja. Ja. Ist das schön? Ja. Wie schaut man, wenn man so viel unterwegs ist, auf Ernährung, auf Ruhezeiten, auf keine Ahnung. Wie schaut man, dass man, wenn man so viel unterwegs ist, irgendwie einen normalen Lebensstil oder habt ihr einfach einen eigenen Lebensstil? Tatst ihr viel essen oder tatst ihr viel im Auto kochen oder wie tut ihr eigentlich immer beim Fahren essen? Teils, oder? Teils. So, mal so, das, wie es sich ergibt. Ja. Teils, teils, gell? Jetzt waren wir in Rumänien. Da an der ukrainischen Grenze hinten. Ja. Hinten, ne? Also ganz, ganz, wo es gar ist. Ja.
Und der hat auch so eine Freude gehabt, gell? Und dann hat er uns 100 Euro Trinkgeld gegeben. Was? 100 Euro in Rumänien, ein Bauer. Das kriegst du bei uns nicht. Das kriegst du bei uns nicht. Das ist verdammt viel. Ja. Und dann haben wir ein Stückchen gefunden, also so ein richtig schönes Steakhouse gekommen. Ja. Und da haben die 100 Euro wieder dort lassen. Haben wir gegessen. Okay. Aber in Montenegro haben wir einmal 50 Euro gekriegt, ja, von den Bauern, ja, dass wir essen gehen können. Ja. Und in Bosnien haben wir letztes mehr. Das haben wir da gekriegt, auch 50 Euro, ja, gell? Das ist untypisch, so viel Geld. Ja. Aber die sagen halt, dass wir zum Essen gehen. Okay. Bei dem, wo wir es in Bosnien gekriegt haben, da waren wir vor 2 Jahren, glaube ich, das letzte Mal. Ja. Da haben wir was zum Essen gekriegt, aber diesmal hat er auch keine Zeit gehabt, hat uns sogar den Tandruck jetzt zum Essen. Okay. Was, aber was, ich war halt auch zufrieden mit den Viecher, wie wir es gebracht haben. Ne? Ja. Und ihr werdet ja immer wieder bucht, oder? Mhm. Ja. So wie in der Türkei, wenn sie nicht fährt, dann wartet er halt. Ja, dann wartet er. Der sagt das so. Der wartet wirklich. Ja. Das ist blöd. Ja. Was tut denn der, wenn sie in Pension geht? Weiß ich eh noch lange hier, aber. Der ist noch ein bisschen jünger wie mir. Der ist noch mal kurz jünger wie mir. Dann hat er ein Problem dann. Dann hat er ein Problem. Wir gleich, ja. Wie schaut es mit Nachfolger aus? Haben wir keinen. Haben wir keinen. Glaubt ihr, dass das wer übernehmen wird? Nein. Warum? Glaub nicht. Dass sie das einer udert. Ja. Habt ihr Kinder? Nein. Eben nicht. Ach, so hab's. Achso, nicht, dass sie nicht wollten, sondern ihr habt es vor lauter Fahren vergessen, dass das dann. Sag einmal. So ungefähr. Ja. Okay. Und wie glaubt ihr, wie ist generell der Nachwuchs in der Branche? Gibt's, seid ihr ein aussterbender Ort, die ihre Viecher lieben, die Ferne lieben und so unterwegs sind? Oder kommen da welche nachher? Oder braucht es eh nicht viel, weil es eh so wenig sind? Vereinzelt kommen schon noch. Ja? Ja. Ja. Aber du musst halt wirklich. Immer wieder. Du musst halt schon wirklich von Anfang an irgendwie was anderes gespielt sein, damit du dieses Leben auch so genießen kannst wie ihr, oder? So ungefähr, ja. Ja, weil ich tat verzweifeln, glaube ich. Also ich war einfach zu viel weg und zu viel. Yeah. Weil ich ja auch allein so viel, oder? Also ihr seid ja ihr zwei und an euch zieht so immer die Welt vorbei, wo ihr immer so ein paar Punkte habt, wo es immer wen trefft, so im Endeffekt das Konstante, was da so durch die Gegend fetzt, seid ihr zwei, oder? Ja, so ungefähr, ja. Ja. Ihr seht euch wirklich viel, oder? Schon? Ja. Geht es euch nicht irgendwann mal so, jetzt sind wir da, jetzt würde ich mal 3 Tage nicht sehen oder irgendwas, oder? Also bei einem Einkaufen, früher war der Gerhard immer, fahren wir zum Einkaufen, also geht fast allein, da brauche ich nicht mitfahren. Ja, da muss ich jetzt nicht dabei sein. Ja, ja. Das haben wir eh so viel benannt, ja? Das magst du. Ja. Aber so das Bedürfnis nach, ich war jetzt 2 Wochen fort, jetzt halt, so, weil man einfach auch so viel Zeit miteinander verbringt. Also ist ja. Ja, im LKW. Ja. Aber daheim hat ja jeder seinen Aufgabenbereich. Schon. Wenn wir heimgehen, ich mache den ganzen Berg Wäsche, ich mache das Büro. Ja. Gerhard macht den LKW, dann macht er was zum Essen. Ja. Oder jeder seinen Aufgabenbereich. Du machst die Wäsche, du kochst. Ja. Okay. Ja, gut, du hast Koch gelernt. Ja. Ja. Kocht er gut? Ja, ganz gut. Ja. Was kochst du am liebsten? Was ist euer Leibspeis? Ja, der wo hat einmal Zwiebelsuppen gemacht, weil ich so krank bin. Eine richtige Zwiebelsuppe. Bist du die ganze Woche schon krank? Ja, ja. Ui. Ich habe immer noch mehr ein schlechtes Gewissen, weil das so lange da quasi lächert und so weiter. Was esst ihr, wenn ihr unterwegs seid? Was isst man da? Bleibt man immer beim Rest hier stehen? Hat man da ständig irgendwie Restaurantkosten oder darf ihr da im Auto kochen? Oder wie macht ihr das? Nein, mit der kommt drauf Brotzeit hin, wo du hinfährst da. Brotzeit. Ja. In Italien gibt es zum Beispiel lauter so Stationen, die heißen Trattorien, ja, die kehren für die Lkw-Fahrer. Die sind nur für die Lkw-Fahrer? Ja, da dürfen andere auch nicht, aber ja, zum Finanzieren, da zahlst du 15 Euro, ja, dann kriegst du irgendein Spaghetti als Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise. Die Spaghetti als Vorspeise? Ja. Ah, klar. Nudeln. Ja. Ja. Italien kriegst du ja Nudeln als Vorspeise. Aha. Nur ein Getränk dazu. Für 15 Euro? Das ja ist so? Ja. Und was tue ich als Autofahrer? Das Gleiche. Das Gleiche. Man muss nur wissen, wohin. Man muss es nur kennen. Und man muss es nur finden. Sind das Geheimtipps? Nein. Man muss es nur finden, aber es sind keine Geheimtipps. Nein. Ja. Ich weiß, jetzt haben wir doch die Definition von Geheimtipp, ist, dass du nicht so leicht findest und dass es gut ist. Aber es ist gut dort. Ja. Ja. Und sonst, in Italien sind es die Trattorias. Mhm. In Brotzeit hast du gesagt. Oder ja. Da hat sie Grillen nebenbei auch. Ja, wenn man halt zum Beispiel an die Stallungen, wo man 24 Stunden stehen. Ja. Ja.
Dann machst du schon ein bisschen für euch. Ein bisschen einen Tisch bauen mit der Latten und dann haben wir einen Grill dabei. Ah, ich habe sogar mal ein Foto geschickt. Ja. Ich kann mich erinnern, da, auf Facebook, glaube ich, war da mal ein Foto oder so, wo ihr gerade gegrillt habt mit euren Freunden, die ihr so getroffen habt oder sowas. Ja, die waren mit uns dabei, das waren zwei Polen. Die Fahrer grillen, wenn die Tiere chillen oder so. Ja, genau. Die Fahrer grillen, wenn die Tiere chillen. Das ist ja eigentlich. Okay. Was ist euer schönstes Erlebnis gewesen, was ihr auf diesen Fahrten gehabt habt? Die schönste. Ja. Gibt es irgendeins, wo du sagst, das ist besonders schön gewesen? Außer die 100 Euro Trinkgeld natürlich in Rumänien. Nein, das gibt es immer wieder. Es ist alles schön. Schöne Touren. Ja, das ist mir jetzt zu allgemein, die Antwort auf alles schön. Was gibt's denn? Was ist denn das Schönste? Was war denn das Schönste, wo wir gehabt haben? Ich kann es gar nicht sagen, weil wir so schöne Sachen gehabt haben. Ja. Schweden waren wir mal, das war schön im Sommer. Schweden im Sommer? Ja. Ja. Da haben wir lohnen müssen. Und da waren wir drum. Und da geht der früher um 13 Uhr runter und eine Stunde später wieder auf. Und das war herrlich. Also das war richtig schön. Mhm. Bei dir? Oh, meine Favoriten sind Griechenland und Sizilien. Du magst es warm und südlich und südlich und Essen. Und Essen. Italien. Okay. Italien, Griechenland kann es auch super essen. Mhm. Kann es auch in der Türkei gut essen. Ja. Kannst überall. Also Essen. Also die Liebe zur Ferne und die Liebe zum Essen. Ja. Und zu Tatjana, ja. Bei dir ist es die Liebe zur Ferne und die Liebe zum Gerhard und zum, zum Essen. Also gut. Essen ist wichtig. Wahnsinn, eigentlich jetzt reicht, wenn ich einfach euch zwei Fragen, oder? Jetzt hat sie Essen ist immer wichtig. Für geprägt, gleich und gleich gesellt sich gern. Also wann ich hätte es euch ohne das irgendwie gefunden wahrscheinlich, oder? Also es ist irgendwie so, es hätten zwei Menschen gesehen, die so füreinander. Ja. Wollen wir schon vom Schönsten reden? Was waren eure brenzligsten oder kritischsten oder was du so zurückdenkst, was passiert eigentlich, wenn ein Viecher auf der Strecke, wenn er mal Unfall ist? Was tut man? Habt ihr Unfall auch schon mal gehabt? Nein. Gibt es nie einen Unfall gehabt? Nein, bis jetzt nicht. Gott sei Dank. Wir sind mal. Das von Mont Blanc, das war schlimm. Ich auch gerade zum. Wir haben durch den Mont Blanc und Lasse gefahren und hinterbei hat es brennt. Aber damals hat man ja noch kein Internet oder Facebook oder so. Da haben wir schon aufgelohnt in Spanien für Österreich. Ja. Und dann haben wir gesagt, in der Früh frühstücken, gehen wir zu Italien, war schon ein bisschen Vormittag, isst man da gleich was Gescheites, weil Frankreich ist das Essen nicht so ideal. Da haben wir durch und drin ist schon alles gestanden und dabei waren wir dann noch die eine von den letzten, die rausgekommen sind. Hinter uns hat es brennt. Im Tunnel? Ja, da waren ja 30 oder 40 Teil Leute dort. Ne? Was seid ihr gerade aus dem Tunnel rausgekommen? Sind wir definitiv gerade noch. Aber draufgekommen, dass wir da kurz vorher durchgefahren sind, das haben wir erst einen Tag so später. Dann ist geschnitten. Aber wir haben draußen, da ist von Georg ein Planerzugfahrer gestanden, der ist vor dem Tunnel gestanden. Und dann haben wir am Funk gesagt, was ist? Ja, rot. Dampf ist rot, ne? Und mit denen haben wir halt dann zwei Tage später, der hat wieder umdrehen müssen, weil der Tunnel brennt. Also da haben wir definitiv kurz noch mal, habt ihr einen Schutzengel gehabt, damit ihr jetzt einmal so ein... wir kotzen, sieben Leben. okay, Wahnsinn. Ja. Also das waren so das, die... Das ist was du nie vergisst, sowas. Ne? Das denk ich immer. Was tut man, wenn es mal einem Fisch schlecht geht eigentlich unterwegs? Wenn es mal... Weiß nicht, beim Autofahren irgendwann hin und wieder, mal ohnmächtig oder sonst was wird bei den Viecher einmal, was tut man denn dann eigentlich? Ohnmächtig, auf Dings haben wir mal, wenn wir oder was passiert auf Reisen? Gran Canaria gefahren sind. Ja. Waren zwei Tage mit der Fähre, glaube ich. Da hat eine Verstopfung gehabt, die haben wir dann gelöst. Mhm. Mit Schlauch, mit Wasser. Schlauch in den. Das machen wir. Gut, dass man das sagt. Was braucht man denn für eine Ausbildung? Ich habe gehört, man braucht eine spezielle Ausbildung auch, dass man Tiertransporte machen kann, oder? Ja, das sowieso. Erklärst du das einmal, bitte. Was braucht man da? Genau. Also einen Führerschein? Ja. Gut. Ja, für den LKW. Tierbetreuer, du musst ja da wissen, um was es geht. Und Befähigungsnachweis heißt das. So heißt es, genau. Dass du Vieh von darfst als Fahrer. Ja. Dass du halt mit dem Viech umgekunst. Und das musst, wie lange dauert so ein Kurs? Drei Tage. Okay. Triest davon.
Aber wir haben den nicht mehr machen brauchen. Wir haben das so gekriegt, weil wir ja am Anfang auch das gehabt ist, haben. Das ist aufgekommen irgendwann 2005 oder was. Und weil wir mir das jetzt Zusatzausbildung immer gemacht haben, okay. Da haben wir den nicht mehr. Aber wie gesagt, da lernst du das nicht, dass du einen Einlauf machst bei so einer Kuh oder nein, das drei Tage nicht. Sind ja überschaubar, sage ich jetzt mal, ja. vom Umfang. Wo lernt man das? Wo lernt man das? Das machst du halt einfach. Ja. Das ist einfach Gefahrenverzug, das ist erste Hilfe quasi. Ja. Ja. Und hat funktioniert. Ja. Tatsächlich mit dem Schlauch. Ja, da musst du aber dann schnell sein, musst weggehen, wenn du den rausziehst. Okay, ja. Was muss man noch alles wissen, wenn man Tier transportiert? Also ihr habt die Ausbildung in Führerstand natürlich sehr klar noch nach. Braucht man sonst noch irgendwas Spezielles? Ja. Da hast du viel Erfahrung, was wir gehört haben? Ja. Ja. Okay. Das ist das Wichtigste. Ja. Die Erfahrung. Eine gute Telefonnummer, wenn du da rufen kannst. Für Telefonnummern, meistens ist gut, wenn man deine hat, meistens, aber ich hab den neben dir, also du hast einen Telefonjoker eigentlich immer dabei, sozusagen, ja. Genau. Ja, kurze Leitung. Und trotzdem, wenn so Tiere unterwegs sind, mal krank werden, etc., kann man da irgendwas tun oder ist das vorher so gut abgecheckt, dass im Endeffekt, wenn nichts ist mit dem Gachbremsen oder sonst was, dass da wirklich wenig passiert? Da wäre vorher Glück genommen, das wäre ja alles untersucht, die wären ja. Die haben ja lange im Stall drin und werden betreut und immer wieder Blut genommen und geschaut, weil sonst werden sie ja gar nicht verlohnt. Ja. Und wenn wirklich einmal eine ein bisschen die Dauerwaschel hängen lässt bei dem Stall, da kommt der Doktor und er spritzt halt ein bisschen Vitamine und dann geht das wieder. Ja. So wie bei Menschen halt auch. Ich brauche jetzt auch zum Beispiel ein paar Vitamine, was haben wir denn? Drüben stand noch Schnaps. Ja. Okay. Gut, was wir jetzt noch haben, ist das Fahrzeug. Das war ganz interessant eigentlich. Sind es immer Spezialanfertigungen oder gibt es Tiertransporter von der Stange? Nein. Also ist jeder Tiertransporter ist eine Spezialanfertigung. Ja. Ja. Was ist bei euch, ich habe gesagt, bei euch ist auch eine Spezialanfertigung, ist euch ein bisschen spezieller von der Anfertigung? Ist das oder verwirklicht sich da jeder Transporteur, wie sagt man, Vieh oder Tier? Ihr sagt Vieh. Ja. Verwirklicht sich da jeder mit seiner eigenen Handschrift, mit seinem eigenen Transporter oder wie ist das? Gibt es da schon Vorgaben auch? Meistens haben sie Vorgaben, gell? Ja, freilich, das ist ja alles eigentlich, der Großteil ist vorgegeben, wie er ausschauen muss. Ne? Ja, und dann halt aber, noch so. Aber wenn du halt viel selber arbeitest damit, dann sagst du schon, da mache ich nur ein Deal und da mache ich das. Oder? Ja. Ja, ja. Okay, also so ein bisschen so die Eigenheiten hat das Ding. Und dann muss man das ja im Prinzip, der wird bestellt. Ihr habt jetzt ein halbes Jahr gewartet drauf, glaube ich. Oder? Wie lange? Was? März, ja, letztes Jahr war Liefertermin. Okay. Letztes Jahr März. Ja, und jetzt haben wir ihn gekriegt. Also mit einer leichten Latenz habt ihr hier seit Montag ein neues, ich habe so lange mit dem alten, warum habt ihr den jetzt wieder braucht? Weil der alte schaut noch gut aus. Ja, den könnte man dabei noch, aber. Da geht es um die Vorschriften mit dem Großvieh, mit der Innenhöhe. Und da war es niedrig jetzt schon. Da waren wir halt niedrig. Ja, es ist halt, da gibt es ja, manche machen da zum Beispiel in Vorarlberg, die sagen, du musst 30 cm über den Rücken haben. Ja. Das sagen andere nicht. Die EU-Vorschrift ist eine Handbreite, ne? Ja. Und die machen auch Extrax oder auch in Hessen, glaube ich, ist das. Und die haben da, es kann auch jeder ein schärferes Gesetz machen. Mhm. Verstehst? Okay, ja. Und das ist halt viel, die sagen, nein, die Viecher brauchen mehr wie eine Handbreite, die brauchen 30 cm über den Rücken. Über den Schädel, das ist schwierig, dann kannst du noch mal einstecken gefahren. Mhm. Weil dann tut es auf. Mhm. Ja. Und darum haben wir jetzt das Auto. Wie kommt man da noch mit? Weil ihr müsst ja dieses Auto kaufen. Du hast mal gesagt, so ein Hänger kostet um die 150, 60, 70.000 Euro. Und wenn sie dann einfach wieder, braucht sie nicht auch Planungssicherheit, dass man sie sagt, okay, das sind jetzt die Vorgaben, das machen wir. Und dann ändert sich in 2 Jahren wieder was oder in 3 Jahren. Das rechnen sie ja dann nicht, oder? Ihr müsst ja das auch irgendwie wieder auszahlen, den Hänger. Ja, das alte Auto kommt man jederzeit verkaufen. Ja, aber wenn, wenn's die Normen nicht mehr erfüllt. Ja, du kostest Schweinefond. Schweine kostet ja von. Ja, ist ein 3-Stock. Der alte ist ein 3-Stock. Ja, kostet 3-Stock oder 2-Stock von.
sobald die erfahren haben, dass ich jetzt mit den neuen Hornen, habe ich ein WhatsApp nach der anderen gekriegt, ich kaufe. Also doch, da ist eine Nachfrage da. Also da seid ihr auf safe. Also unsere Auto, unsere Auflieger, die haben begehrt, weiß halt auch. Ja, der war jetzt ein 3, der Neiche ist ein 2-Stock. Ja. Mhm. Strategische Entscheidung, was ist, wenn jetzt dann kommt, mit einem 1,86 habt ihr jetzt pro ja. Ebene. Und, ja. Ja. Was ist, wenn jetzt ein Neiche, wir brauchen doch 13 oder 14 Zentimeter in 2 Jahren? Die haben wir jetzt. Ja, ja, und dann wird's noch mehr. Oder sagt sie jetzt mit dem, was ihr jetzt sagt? Dann darfst du nur noch einstecken gefahren, dann darfst du nicht mehr kommt, dann. Und dann ist der Markt ist, aber. Dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Dann könntest du nicht einmal noch fahren. Dann fährst du. Das ist ja. Das nächste, wo ich jetzt komme, dass man gar nicht fahren darf. Ja. Okay. Aber das soweit, habt ihr das Gefühl, dass das jetzt einmal sicher ist jetzt für euch die nächste Zeit? Ja, oder? Solange wir noch, bevor wir in Pensi gingen, nicht. Wird sie nicht. Bleibt es noch für euch so? Ja. Dass das ist das Einzige, wo sie jetzt noch machen können, mit Zuchtvieh, dass halt unsere Landwirtschaft so reduzieren, dass wir nichts mehr zum Exportieren haben. Gut. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass da in irgendeine Richtung geht? Ja. In Deutschland auf jeden Fall. In Österreich, die kämpfen schwer dagegen. Wogegen? Wohin glaubt ihr, geht die Richtung? Also das in Deutschland die Richtung geht in ein paar Großbetriebe für die Versorgung und den Rest importieren. Mhm, okay. Also da holen wir es mir dann von den Schiffen wieder und von uns nach Deutschland rein. Also alles, was ihr jetzt so quasi macht, so eine, zur Pension und habt ihr eine ausgeglichene Bilanz, die ersten 30 Jahre seid oder 25 Jahre rausgefahren und die nächsten 25 Jahre wieder rein. Ja. Okay. Warum glaubt ihr, dass ihr das in die Richtung entwickelt? Warum glaubt ihr, dass das so kommt? Ja, das ist unsere Politik. Die Zeichen haben dafür. Da, wenn sie bei uns in der Politik nichts ändert, dann ist... Was müssen sie ändern? Die Grünen müssen weg. Also? Sorry, wenn ich das sage. Ja, die Grünen wird es jetzt nicht passen, die anderen wird es wieder mehr passen. Aber warum, was passiert denn gerade aus eurer Sicht Falsches? Oder was, die heimische Landwirtschaft einfach. Diese Struktur von der Landwirtschaft, ne? Zu wenig Betriebe, zu große Betriebe? Zu oder große Betriebe. Zu exportorientiert oder zu wenig lokal? Oder was ist das, was abgeht? Lokal war schon richtig, ne? Ja. Aber das ist, wenn ich halt jeden kleinen ruiniere, dann ist es schwierig. Ja, aber sind die Größen nicht viel effizienter wie die Kleinen? Ja. Ja, aber zum Beispiel in Tirol, die wo die Almwirtschaft machen. Ja. Glaubst du, das ist gut, wenn sie das alles kaputt machen, dass dann irgendwann da keiner mehr was bearbeitet da um? Fällt auf den Kopf. Aber wirklich, da kommt der Hang runter. Ja, wie führt das dann dazu, dass wir die Viecher wieder importieren, weil wir selber keinen mehr haben, meinst du, oder wie? Zum Essen. Ja. Wir haben zum Essen nichts mehr. Das kommt. Mhm. Okay. Da seht ihr so ein bisschen das. Man sollte halt die Produktion normal schon daheim lassen. Das hat man ja in Corona gesehen, dass alles, was von Kindern kommt, auf einmal nicht mehr kommt. Ne? Und das kann ich doch nicht mit der Landwirtschaft machen. Das ist ja das, was wir am Teller haben jeden Tag. Okay. Jetzt hupfe ich noch einmal ganz geschwind zum Auto zurück. Entschuldigung, weil ich viel vergessen habe, weil wir immer so Dinge. Das Auto stellt sich ja, das geht dann zum TÜV, das muss natürlich beim TÜV abgenommen sein, dass ich es auf die Straßen bringe, aber so ein Auto muss man auch zum Veterinär bringen, dass der das abnimmt, da oder? Da war wir gestern. Ja, da war es gestern. Ja. Das heißt, ab heute dürft ihr jetzt fahren. Ja, ja, die ist ausgestellt, aber die kriege ich am Montag mit der Post. Ihr kennt mich auch mal auf das Blog von, dann war ich das erste Rindviech, das wieder transportiert. Ja, ob ich zuchttauglich bin, weiß ich nicht, aber es kommt das erste. Gehen wir mit Werle auf. Passbuch hätten wir auch noch da. Habt ihr da wirklich? Ja. Da am Standard? Den zeigen wir dann noch. Für was habt ihr ein Passbuch? Haustier oder was? Hopi. Ja? Ja. Und was tut es mit dem Gasse gehen oder was tut der da? Oder ist er ein Rasenmäher? Nein, der hat ein Hundebandel drauf, der haut nicht ab, der läuft der Sommer. Und wenn der Mann nicht passt, dann haut er mit den Händel rein. Und dem wollt ihr mir dann zeigen? Ja. Schauen wir mal, ob Sympathie da ist. Schauen wir werden es testen. Aber so schlimm habe ich mir jetzt noch nicht aufgeführt. Oder? Geht noch halbwegs, gell? Ist schon nicht. Ja? So, bevor es bei dir jetzt wegen der Sympathie, weil es mir schon andeutet, dass du mich bald nicht mehr magst, jetzt schauen wir noch einmal mit euch ein bisschen. Ich glaube, was habe ich jetzt, bevor ich jetzt in den Endblock, in den Endspurt mit euch gehe, was habe ich jetzt zu dem Thema? Nicht gefragt, was aber extrem wichtig wäre,
dass die Leute über euer Business wissen. Ich habe mich zwar vorbereitet, habe wieder viele Fragen mitgebracht, die meisten eh gestellt, ohne dass ich hingeschaut habe, aber was habe ich vergessen? Was habe ich jetzt nicht gefragt, was wirklich wichtig war zum Wissen über Tiertransporte generell, euer Transport im Speziellen und zu dem Thema? Was geht euch jetzt noch? Du hast zu viel gefragt. Ich weiß, dass ich immer viel frage, aber ja. Habe ich einen blinden Fleck? Weil gerade bei so Themen, wo ich was von außen, wie habe ich ja am Anfang gesagt, von außen viel Vorurteile da sind, viel Negativberichterstattung, viel, ein sehr zweidimensionales Bild. Was ist eigentlich wichtig, dass man weiß über die Branche, was eurer Meinung oft auch verloren geht in der Darstellung? Jetzt ist die Chance. Jetzt müsst das Ding. Ne? 2 Millionen Leute. So, ja. Was sagt sie jetzt? So? Aufpassen, was man sagt. Ja. Haben wir nichts vergessen? Nein. Wirklich nicht? Nein, ich glaube nicht. Ich fühle mich geehrt, wenn es wirklich so war. Ich glaube trotzdem, dass euch gerade nicht einfällt und dass dann nachher da offen und sagt, ah, scheiße, das hätte man noch sagen sollen. Dann rufst du mich wieder an. Dann machen wir dann noch ein kurz Video dazu oder sowas. Aber aus jetziger Sicht, die wichtigsten Sachen haben wir. Ja. Ja? Jo. Haben wir drinnen. Ja. Dann sagt mir bitte, was glaubt ihr, wo eigentlich eine Branche in 20 Jahren ist? Boah. Wo seid ihr in 20 Jahren? Wie in 20 Jahren? Und Benzi seid ihr noch nicht. Was hast du Ahnung? Nicht? Wenn man was? Du leiter wie du. Warte mal. Ah, scheiße, in 20 Jahren bin ich. Nein, ich bin selbstständiger. Wir sind selbstständig, wir gehen nie in Benz. Also in 20 Jahren bin ich irgendwo, wo es warm ist. Ja? Da bin ich ausgewandert. Da seid ihr weit weg. Ja. Ist es eigentlich, wie ist es, Gerhard, Tatjana, wenn man ein Mensch ist, der gern weg will? Ja. Ja? Dann bist du weg. Willst du dann vom Weg wieder weg? Also willst du eigentlich immer weg von immer? Oder reicht es, wenn du dann weg bist, dass du dort bist? Das war jetzt ein bisschen kompliziert gefragt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, lass von verkaufen und ein großes Wohnmobil kaufen. Ah, natürlich. Was frage ich also blöd, hätte man ja denken können. Gell? Das heißt, ihr seid eigentlich, das Weg ist der Weg. Ja. Ja. Also das Weg ist das Ziel. Ja. Genau. Das Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Ja, das, genau, schön, oder? Das ist so. Also das ist, ihr seid immer nur am Weg, nur halt dann mit hinten ins Bett und fahren und mehr auf Chillen und ohne Aufträge. Kann passieren. Ja. Kann passieren. Was wird's denn für ein Wohnmobil? Wenn ihr zwei ein Wohnmobil kaufen darf, jetzt, was war das für uns? Keine Ahnung. Ein groß. Nein, so groß nicht, da bist du nicht wendig. Du musst ja überall hinkommen, in den Berg rein und dann wieder den Strand runter. Ah, ihr fahrst dann überall dorthin, wo es jetzt mit den Großen nicht hinkommt. Ja, so ungefähr. Durch die Dunkeln durch, wo es nicht runterkommt. Okay. Ah, da habt ihr noch viel zum Entdecken eigentlich. Ja. Wo du, Alter, da drüben ist der Tunnel, da sind wir 20 Jahre nicht durchgekommen, jetzt passen wir durch. Gell? Jetzt? Okay. Jetzt schauen wir. Ich will wissen, was da hinten ist. 20 Jahre fahren wir vorbei, 30 Jahre, jetzt fahren wir mal durch. Okay. Genau. Also ein kleines, wendiges Wohnmobil wird es werden. Ja? Ja. Wo ist die Branche? Unsere Branche. Ja. Wird es irgendwann mal einstöckig werden und nicht mehr finanzierbar? Nein. Wird hier wohl noch mehr werden? Wird es da noch strenger werden, glaubt ihr? Nein, das Einzige, wo passieren kann, dass die Milchwirtschaft bei uns so zuschneiden, dass man wirklich, da bleiben dann ein paar Selbstvermarkter über und ein paar große, und das wird halt dann zentralisiert, das wird dann Milch aufgefahren von Rumänien oder irgend so wer. Ja. Das kann passieren. Aber ihr seid grundsätzlich. Die Bahn ausschüttet. Das ist eine große Sorge, oder? Ist es generell so in der Branche bei euch eine Sorge? Oder ihr kennt viele Bauern wahrscheinlich auch nicht? Ja. Ist das eine große Angst, die besteht, dass dieser Strukturwandel noch stärker. Die kämpfen schon stark, die Bauern. Ja. Was ist denn der Hauptgrund, warum die Bauern aufhören aus eurer Sicht? Aus eurer Erfahrung, weil ihr redet wahrscheinlich mit viel, was ist der Hauptgrund, warum viele das Handtuch schmeißen? Oder wird das Handtuch für sie geschmissen? Oder was ist so da? Ja, weil die jungen Leute kommen nachher, die kriegen in der Fabrik mehr Geld, wenn sie nicht runter gingen. Ja. Und wenn sie es dann machen, müssen sie größer machen, aber dann sind sie angehängt, machen mehr arbeiten, dass sie das gleiche Geld haben. Mhm. Das ist auch ganz klar. Mhm.
Da bei uns in der Hollertau ist sowieso, die haben alle aufgehört mit dem Viech, weil ja jeder einen Hopfer gemacht hat. Genau, bei euch ist nur Hopfen. Nur Hopfen, ja. Ja. Und war es eine gute Entscheidung für die Landwirte, dass sie bis Hopfen? Ja, für die Landwirte schon. Ja. Ja. Für wen nicht? Ja, mei, für wen nicht? Ja, es gibt halt keinen mehr, der wo irgendeine Sau eingespürt hat oder eine Kuh eingespürt hat. Ganz wenig, weißt du schon? Ja. Das geht eigentlich persönlich ab, oder? Dass keine Viecher mehr sind. Es sind wirklich so wenig Viecher mehr, oder? Die haben nur noch Hopfer gemacht. Kann ich aber auch verstehen, weil die von Hopfer leben. Warum ist gerade bei euch so der Hopfen? Ich meine, jetzt können wir natürlich alle Klischees über die Bayern bedienen, nicht? Aber, oder es ist wirklich so? Habt ihr so einen hohen Bierbedarf da oder ist einfach die Region besonders für das Hopfen? Das ist das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet von der ganzen Welt. Ja. Von der ganzen Welt, da? Ja. Von der ganzen Welt. Und Hopfer braucht ja eigentlich, wie sagt mein Papa, einen schlechten Boden. Die Böden sind nicht so, ne? Es ist ja nichts anderes wie ein Unkraut. Ja. Aber es ist halt da der Hopfen, das Lupulin, wo da drin ist. Ins Bier, glaube ich, kommen ja mal am wenigsten. Die machen ja viel Medikamente und so Sachen. Also das ist also nicht das Klischee. Das Klischee ist eigentlich eine, das geht in Medikamente. Medikamente, Bier und... Ja. Mag also ich sagen, Bier ist ein Medikament, bloß, gell? Da wird nicht bloß Bier gemacht. Ja, okay. Da werden auch Medikamente gemacht oder ja. So wie jetzt bei uns. Da machen die Bäuerinnen, die machen Hopfengrenze, wenn die Ernte ist. Da machen sie Hopferkissen für Kinder, dass sie besser schlafen können. Und aha. Hopfenkraut, Hopfenschnitzel, Hopfenkebab, ja. Hopfending. Das erinnert mich an irgendeinen Film, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo das also so war. Da war es, glaube ich, Schrimps. Aber man kann viel machen mit Hopfen und die ganze Region ist einfach wirklich die Hopfen. Einfach und was ich gesehen habe, Solar- oder Photovoltaik-Anlagen. Ja, das ist ganz Bayern. Also Deutschland. Aber überhaupt. So richtig Boden, also ja, richtig vielleicht auf die Flächen ist nichts mehr. Also das was mir jetzt so ein bisschen so kritisch immer herzieht. Das verstehe ich nicht ganz. Ja. Das verstehen wir nicht. Weil auf Grund und Boden, als Dach gehört es auf, aber nicht auf Grund und Boden. Weil das war ein Hekt, was ich bei der Abfahrt von der, ich weiß nicht, Autobahn oder B94 oder was das ist, also Hekt, das waren ein paar Hektar, was einfach wirklich so auf Höhe von einem Meter oder so. Da, wenn du weiterfährst, da geht es noch weiter. Da geht es noch weiter. Aber wenn du jetzt runterfährst und dann Deckendorf da unten, die schönsten Ebenflächen haben sie. Die haben eine gute Erden da unten in Deckendorf. Das und trotzdem stehen ein Boden noch. Das kann nicht richtig sein, meiner Meinung nach. Das fällt uns irgendwann am Kopf. Ne? Und das ist eben genau das, wo man bei uns da diese Energiewende auf Kosten der Landwirtschaft. Das steht so, wie es jetzt da ist. Und wenn die Böden gut sind, sicher in einem Konkurrenzverhältnis zueinander, weil dort kann ich nichts mehr abbauen. Ja. Also zumindest. Das hat so ausgestellt, weil da geht runter nichts mehr hin. Ja. Ne? Okay. Spannend. Das müssen wir aber auf einen anderen Ding vertagen, aber vielleicht komme ich da wieder, weil größtes zusammenhängendes Hopfenanbaugebiet der Welt. Klingt sehr, sehr spannend. Vielleicht gibt es da irgendwo so einen Hopfenspezialisten, der mit uns reden will, der das Ganze auch super gut erklären kann. Und das Gleiche werden wir dann auch in einem Podcast einmal machen mit diesen Photovoltaik-Anlagen. Auch sehr spannend. Ich habe noch nie so viel auf einen Haufen gesehen. Also beides nicht. Hopfen nicht und so Photovoltaik nicht. Also sehr, sehr spannend. Und ihr mittendrin mit auch etwas, was viele Menschen einfach definitiv nicht kennen. Ich hoffe jetzt noch im Podcast dann. Aber wir kommen, du merkst es langsam zum Ende. Du entspannst dich jetzt schon, merke ich schon ein bisschen wieder. So jetzt merkst du, jetzt ist dann bald vorbei. Jetzt können wir wieder weiter da, weil du wirkst wieder total entspannt jetzt. Gell? Weiter da. Nein, ich lasse euch hier gleich in Ruhe. Ich habe gesagt, Zukunft 2030 Jahre in Viere. Was glaubt ihr, welche Entwicklungen für euch die momentan und in Zukunft die wichtigsten und die ausschlaggebendsten sein werden? Ist es neue Technologie, die kommt, die euch Arbeit leichter oder schwieriger machen wird? Ist es eher, wie du gesagt hast, die Landwirtschaft, die strukturelle Veränderung? Was lauert da auf euch? Oder wo seht ihr vielleicht Chancen? Wo sehen wir Chancen? Selbstfahrende LKWs? Nein. Weil sie die nicht um Viecher kommen können. Fahren kann er schon selber, aber dann. Ja, ich huck dich drauf, aber fahren da selber. Ja, ja. Ich glaube, dass das keine Zukunft ist. Mhm. Ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Überhaupt nicht. Das sind so Hirngespinster, glaube ich. Ja. Hirngespinster. Ja. Ja, aber so, seht ihr sonst irgendwas auf dem Horizont, irgendein so Trend oder irgendwas, wo du sagst, oh, das kommt, das wird kritisch? Oder das wird spannend? Müssen wir nicht nur negativ sehen.
Ich sehe nichts. Ja. Nein. Wird, kann sein, dass, kann sie nur irgendwo, seht sie irgendwo, nehmen wir nur ganz kurz das Thema Tierwohl rein, seht sie in dieser ganzen Transportgeschichte irgendwo etwas, wo man noch einen Hebel hat, wo man sagen kann, okay, wenn wir da zusammentun, wenn es vielleicht da die Regulierung oder sonst was, oder wenn es eine Förderung oder was der Teufel was, da hat man noch einen Hebel, da kommt man noch was tun, da hat man noch Potenzial, dass sie eigentlich ordentlich was bessert. Wann wird es halt? Also, wie gesagt, wir fahren eigentlich fast nur Zuchttiere oder Viecher, wo weiterleben. Ja. Und da ist ja von Haus aus schon klar, dass das Viech, dass den eigentlich nichts fehlen soll. Ne? Ja. Also da aber ist einmal ist, ausgereizt aus heutiger Sicht. Aber das, es das ist ja... Die fahren schon erster Klasse quasi. Ja, es sind aber Schlachtvieh genauso transportiert. Aber es ist ja auch beim Schlachtvieh nicht anders. Schlachtvieh anders? Also wenn ich das oft her von Fahrer, das ist ein bloß Schlachtvieh, sage ich. Viech ist Viech, solange es lebt. Muss man es gleich behandeln. Zuchtvieh und Schlachtvieh. Ja. Also den Satz kann ich nie. Aber wir haben zum Beispiel, von Rumänien haben wir mal einen Bullen, also Stier aufgefahren zum Schlachten, vom Graf Badur. Und der hat ja gesagt, wenn ich die Stier gefahren habe, dann haben die immer einen besseren pH-Wert gehabt. Und die, ist die weniger Fahrweise, Stress, oder? Das kommt ja vom von der Fahrweise. Von der Fahrweise. Das merkt man, dann kann man messen im pH-Wert. Okay. Was würdet ihr, wenn ihr in einer utopischen Welt, ihr könnt euch wirklich wünschen, was wollt, was würdet ihr im Lebensmittelsystem ändern, wenn ihr das könntet? Am Lebensmittelsystem? Ja, da ist groß. Sucht euch was aus. Ändern? Ja. Anna redet weiter. Du denkst das, du sagst das. Und umgekehrt. Ne? Haben wir, kennen wir ja. Kennst du beide was sagen? Wie heißt der Scheiß bei McDonald's da, der Fleischersatz da? Ja. Die Veggie-Burger, oder was? Nein, da gibt's ja. Plant, irgendein, Pflanzen, was Pflanzliches. Halt, ja, es ist auch die alles weg, genauso wie die ganzen Würmer und Mehlwürmer und das, wo wir da alles in den Messen gesehen haben, das, wo die Zukunft ist von der Ernährung. Ja. Das gehört für mich alles weg. Warum? Ja, okay, warum? Magst du einen Wurm essen? Ja. Ja. Habe ich schon gemacht. Ich habe eine Ausstellung gemacht zu dem. Nein. Fleischlammel gemacht mit Würmern, ein bisschen also wann, und so weiter. Alles probiert einmal. Wenn du einmal in Italien warst und hast mit einem Italiener gegessen, ein Stückchen Fleisch, ein Käse, das kannst du nicht ersetzen, meiner Meinung nach. Ja. Ich weiß nicht. Also in einer utopischen Welt von Tatjana und Gerhard gibt's einfach keine Fleischersatzprodukte mehr. Nein, da gibt's Fleisch. Spannend, interessant. Da kommt man nicht drum herum. Ja. Also ihr seid überzeugte Fleischesser. Ich lass jeden Vegetarier sein Ding, aber ich möchte halt nie verzichten drauf. Ja. Oder ein Büffelmozzarella. Das ist... Jetzt streut er fast so, wie er sagt, weit weg. Das ist ein Genuss. Essen und weg. Hin und weg vom Essen, weg. Und, ja, Wahnsinn. Okay. Also da seid ihr euch auch wieder einig, oder wie? Ja, definitiv. Wahnsinn, jetzt war es halt wirklich nur anbraucht von euch. Tatjana, du hättest eigentlich liegen bleiben können. Aber das ist echt der Wahnsinn. Frage getrennt an euch, aber wahrscheinlich kriege ich wieder die gleiche Antwort. Wenn ihr zwei oder jeder von euch getrennt diese Welt eines Tages, ja, kommt es ja für uns alle zu, diese Welt einmal verlassen wird, an was soll man sich wofür soll man sich an euch erinnern? Wenn wir die Welt verlassen. Wenn sie einmal dahin seid, für was wird man sich an euch erinnern, ja? Oder an euch, beziehungsweise an dich, Tatjana, an dich, Gerhard. Ans Gleiche. An was? Ich gestorben, ist mir das eigentlich wurscht. Hey, erinnern. Wenn dann nur, das waren die Viechfahrer. Das waren die Viechfahrer. Das waren die Viechfahrer. Also ihr seid wirklich, ihr seid echt, okay? Nicht. Gerhard, du schaust nur so aus, lass gleich noch was rausfallen oder du überlegst noch? Nein. Das passt so, oder? Von meiner Meinung nach schon. Ja, von mir aus. Es gibt ja oft so Listen, die man so geistig führt, Bucketlist sagt man oft dazu, was man noch alles vorhat, was steht auf... Wurscht, wenn auf eurer Bucketlist ganz oben.
Was? Ich stehe ganz um. Also bevor ich stirb, möchte ich noch mal gut Steak essen können. Okay. Das ist aber, du kannst aber noch ein paar, da geht sich noch ein bisschen was aus, ja? Ja. Okay. Ja, und das mit dem Wohnmobil, das ist, da sage ich zu ihm immer, kostet mich fahren oder nicht, ich kaufe mir das noch nie vor Fort. Australien möchtest du noch? Ja, wollte ich eigentlich schon mit 15 Jahren, habe nicht dürfen. Australien, Wohnmobil und ein Steak? Ja. Okay, in welcher Reihenfolge? Alles. Wohnmobil nehme ich mit. Ja, nach Australien und dort ist dann der Steak. Genau. Ja, ist eins eigentlich. Ne? Ja. Ja, klar, so kann man das aussehen. Ja, ja. Ja, durch. Man muss es nur verstehen. Ja. Gut, dass ich nachgefragt habe. Bei dir? Du hast das, ist auch ein Steak oder was steht ganz oben auf deiner To-Do-Liste? Das muss ich unbedingt noch machen in meinem Leben. Da fällt mir das gar nicht sein. Alles schon gemacht? Es fällt mir auch kein besonderes Land nicht mehr ein oder irgendwie. Vielleicht kommt einmal noch mal eins. Ja, ein neues meinst du? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube mir sind. China. Wenn einer fragt, ja? Ob man mir auf, wo man, ob wir da hinfahren. Ja. Das ist so, da habe ich immer gesagt, wenn du möchtest, dann fahre ich auch auf China, dann muss ich es nur vernünftig bezahlen. Mhm. Das war nur so ein Auftrag in China. So eine richtige Reise, das war nur mehr. Aber mit den Viechern, mit dem LKW? Ja. Ja, Sibirien war er, ja. Ja, du bist da ein Eichel unterwegs, oder? Ja. Okay, also, du wackelst ein Auftrag bis China. Ja. Ja, passt. Das war nur so ein Burner. Sehen, haben wir da noch was gefunden. Ja, bis Australien ist er blöd mit dem LKW, weil sonst kommt das ja nur irgendwie. Aber ja. Wir hören jetzt auf und ganz zum Schluss... ich habe jetzt hohe Erwartungen an euch. Gibt es noch irgendeinen Spruch, ein Zitat, einen Witz oder sonst irgendwas, mit dem Sie uns heimschicken wollt? Für ganz zum Schluss. Ein Witz. Eure letzten Worte. Die Schumann ist gone. Sit down and relax. Liebe ist, wenn es der Engel brennt. Meine Lieben, die zwei sind die zwei. Schön war's. Danke für eure Zeit. Bitte. Danke besonders für deine Zeit. Geh, ja. Jetzt kannst du wieder linken, kürt euch und aus. Baba. Servus.